Hallo in die Formel 1 Welt. Happy New Year 2020 ist da. Es geht endlich wieder los. Die Pause war lang genug. Endlich gibt es wieder Formel 1 Action. Christian und Jonas sind auch mit dabei. Auch schon ganz heiß auf das neue Jahr. Gut reingestartet? Soweit, so gut. Soweit, so gut. Und es wird nur noch besser, weil die Formel 1 Saison 2020 hat richtig viel Action zu bieten. Und natürlich haben wir für euch auch wieder Videos, Podcasts, Artikel, Magazine, alles, was ihr so haben wollt, auf Lager. Werden wir dieses Jahr auch weiterhin schön für euch Content produzieren. Jonas hat damit schon angefangen für 2020 und euch ein Video gemacht, was alles Neues in dieser Saison, in der kommenden Saison. Fahrer, Strecken, Teamnamen, alles, was sich ändert, ziemlich viele Kleinigkeiten bei den Regeln, irgendwas, was herausgestochen ist für dich. Meine Frisuren, die werden sich auch wieder ändern. Aber das sind die Aero-Updates. Ja, definitiv. Also ein paar Aero-Änderungen muss es ja geben, dann muss ich dann übernehmen. Also hilft ja nichts. Ne? Also gehst du noch in den Windkanal bis zum Saisonstart? Ja, ist noch im Bau. Mit Flo wetten wir immer um ein paar Bierchen oder mit dem Doktor dann um ein paar Flaschen Champagner. Mit dir könnte man eigentlich jetzt um eine neue Frisur wetten, wenn du immer daneben liegst, dass wir das mal stylen dürfen. Ja, warum nicht? Gerade bin ich allerdings noch ganz frisch von der. Ja, vielleicht nicht mehr, aber vielleicht können das unsere Zuschauer übernehmen. Also die dürfen sagen, wie wir es stylen lass sollen. Mal. Vertraust du uns da noch mehr? Würde ich nicht machen. Sag mal so, wir haben ja genügend Cappies, die er tragen kann. Genau. Das stimmt, ja. Große Auswahl, die ihr vielleicht jetzt nicht mehr seht im Bildausschnitt. Aber wir wollen natürlich über die Saison 2020 sprechen, über Formel 1 und worauf wir uns am meisten freuen, was am spannendsten dieses Jahr wird. Ja, auf Saisonfinale, auf dem Urlaub danach. So viel Urlaub gibt es nicht mehr. Wir fahren noch dann 25 Rennen. Ja, eben. Noch nicht. Für Pause bleibt da keine Zeit. Nein, fangen wir doch einfach mit dem ersten Thema an. Spannendste für alle, der Titelkampf. Wahrscheinlich 2020, es wird sich nicht allzu viel tun. Das heißt, wir werden weiterhin drei Top-Teams haben, die um Siege und hoffentlich auch alle drei um den Titel kämpfen. Williams, Racing Point und wer noch? Alpha. Haas. Die sind noch stärker einzuschätzen. Die fahren nämlich mit dem Auto von 2016. Sie gehen da ein bisschen zurück und verstehen dafür alles und sind deswegen richtig gut unterwegs 2020. Das schlechter wird es damit nicht bestimmt. Ja, ja. Gut. Im Ernst, schauen wir uns Ferrari, Mercedes, Red Bull an, das Dreigestirn, das wir in der Formel 1-Saison immer haben. In den letzten Jahren. Gehen wir einfach mal der Reihe nach durch. Bei Ferrari steht nicht nur das Auto im Mittelpunkt, sondern natürlich auch das Duell zwischen Charles Leclerc und Sebastian Vettel. Was erwartet uns da dieses Jahr? Gibt es da wieder Krach oder haben sie sich über den Winter ein bisschen zusammengerissen? Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo angekündigt in einem anderen Video, dass ich mich schon sehr darauf freue, dass es krachen wird, denn ich gehe davon aus, also ich glaube, wir haben letztes Jahr erst die Anfänge von dem gesehen, was uns da noch zwischen Sebastian Vettel und Charles Leclerc erwartet. Denn Vettel war zuletzt im Aufwärtstrend und wird dann jetzt in diesem Jahr von Anfang an wieder alles geben müssen, auch um Charles Leclerc dann herauszufordern. Der hat jetzt mehr Erfahrung, kennt das Team, ist eingespielt. Also für Vettel wird es eigentlich nur noch schwieriger, aber der Trend zuletzt sah eigentlich ganz gut aus, sodass ich glaube, dass da jetzt so schnell keiner aufgeben wird und wenn dann Ferrari irgendwann anfangen wird und sagen wird, hier, du bist jetzt dann Nummer 1, was sie eigentlich machen müssen, wenn es um Titelkampf geht, dann geht es zur Sache, denn da wird keiner von den beiden mitspielen. Ich sehe so einen kleinen Hoffnungsschimmer für Sebastian Vettel. Eigentlich würde ich natürlich auch sagen, Charles Leclerc, jetzt kennt er das Team, seine dritte Saison in der Formel 1 insgesamt. Jetzt wird es noch schwieriger für Vettel. Aber man hört ja aus Maranello, dass man das Konzept für 2020, ich meine, das Auto wird ja sehr bald schon vorgestellt, dass man das Konzept etwas stärker wahrscheinlich ändern wird als die Konkurrenz, da man vermehrt auf Downforce setzt, die Reifen ins richtige Fenster bringt. Die Reifen kennt man ja jetzt gut genug, da sie ja wieder die gleichen sein werden in dieser Saison. Und da weiß man, okay, wir brauchen mehr Abtrieb. Man wird da wahrscheinlich ein paar andere Wege gehen bei der Aerodynamik. Und mehr Abtrieb, finde ich, ist immer mehr Sebastian Vettel. Weil er ist derjenige, der diese klebenden Autos, glaube ich, am meisten von allen liebt und der am ehesten Probleme kriegt, wenn das Auto nicht so klebt, vor allem auf der Hinterachse, wie er sich das so vorstellt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihm das stark entgegenkommen wird, wenn der Ferrari dann das liefert, was man sich bei den Ingenieuren da in Maranello erhofft. Das ist ja auch immer im Windkanal und in der Theorie sieht es meistens toll aus, sonst würde man es ja nicht machen. In der Realität ist dann natürlich immer eine andere Frage. Und wir haben vor einem Jahr gesehen, dass das auch nach hinten losgehen kann, wenn man denkt, oh,
wir haben das beste Auto oder Ferrari denkt, dass sie vorne dabei sind. Leclerc hat das ja selber im Interview hier in unserer aktuellen Ausgabe auch zugegeben, dass sie ein bisschen mehr erhofft hatten nach den Testfahrten. Ja, hat auch Vettel schon mal gesagt, sie haben zwar immer gesagt, okay, so ganz können wir es nicht glauben, was wir da gerade sehen und wie groß der Abstand war, aber insgeheim haben wir schon gedacht, wir sind bei der Musik und dann kommen sie nach Melbourne und kriegst erstmal eine auf die Mütze. Und hörst keinerlei Musik mehr. Es ist nur noch klingeln. Aber Stefan, was glaubst du? Es muss man, glaube ich, teilen. Einerseits, was du gesagt hast, dass wenn das Auto ihm besser liegt, dass Vettel dann auch von den Leistungen her besser sein kann. Das auf jeden Fall. Jetzt ist die andere Seite natürlich, gerade wenn er wieder nah dran ist, kommt es dann zu diesem Krach zwischen den beiden Fahrern. Denn es hat ja jetzt schon gekracht, wo ein gewisser Abstand zwischen beiden da war. Und wenn jetzt auch noch dann beide gleich schnell sind, um Siege kämpfen, um Podestplätze kämpfen, am Anfang der Saison beide jetzt Gas geben wollen und zeigen wollen, was los ist, dann kann das da natürlich nochmal zu Problemen führen. Also da sehe ich schon das Konfliktpotenzial vorhanden. Ansonsten gilt das, was ich jetzt, glaube ich, schon 2 Jahre in Folge gesagt habe über den Winter. Vettel hat das Autofahren nicht verlernt. Wenn das Auto gut ist und alles passt und es ihm liegt, dann kann er auch mitfahren und dann kann er sich jetzt über den Winter erholen von diesem ganzen Wahnsinn, der davor passiert ist. Den ganzen Schlagzeilen, allem, was ihm nicht interessiert, den ganzen Negativität und dann kann er nach vorne kommen. Aber das habe ich, wie gesagt, schon vor einem Jahr gesagt und vor 2 Jahren auch schon teilweise, wo es nötig war. Und da hat es leider nicht funktioniert. Vielleicht sind aller guten Dinge 3. Ich glaube, das ist bei ihm auch so, das wird der Knackpunkt, die Mentalität. Er sagt zwar, er macht das schon lange genug, er weiß, was man da machen muss, aber vielleicht ist genau das Problem. Vielleicht muss er mal über den Winter, muss bei ihm Klick machen und er muss mal eine andere Herangehensweise finden. Er hat auch vor, ich kann mich noch sehr genau erinnern, Abu Dhabi, nicht vergangenes Abu Dhabi, sondern das davor, hat er gemeint, über den Winter muss er sich mal Gedanken machen, auch über seinen Fahrstil und so weiter, weil es waren ja doch viele Dreher schon in der vorletzten Saison. In der letzten Saison gab es jetzt wieder viele Fehler. Offenbar hat er sich die Gedanken nicht gemacht oder hat sich gedacht, okay, es wird schon passen. Ich hoffe, dass da im Winter dann mal Klick macht und ja, ich meine, du kannst ja nicht immer so weitermachen. Also vielleicht findet er da auch mal wieder noch eine etwas andere Herangehensweise. Ja. Fahren kann er, wie du schon gesagt hast, das hat er sicher nicht verlernt, aber irgendwo muss es vielleicht dann doch Klick machen. Vielleicht ist es auch das Ganze, die politische Konstellation bei Ferrari, gibt es ja auch viele, die in deinem Nachteil sehen gegen Charles Leclerc. Da hat er es vielleicht verpasst, sich selbst in eine bessere Position zu bringen. Da weiß ich nicht, ob das jetzt noch möglich ist, in der Konstellation, wie er ist. Er hat ja keinen richtigen Manager und so weiter. Deswegen muss er da vielleicht ein bisschen mehr Mentalarbeit leisten. Oder ich weiß nicht, aber das ist... Es ist sicherlich nicht nur das, was im Cockpit passiert, genau, sondern auch, was daneben ist und was vor der Saison passiert, was jetzt passiert. Also wird spannend. Also definitiv Ferrari, das Duell beider Fahrer und natürlich, wie gut das Auto ist. Das sind schon mal 3 Punkte, die richtig, richtig spannend werden dieses Jahr, für die es sich lohnt, einzuschalten bei den Rennen und bei uns, um zu sehen, was los ist und was wir dann hinterher sagen, was wir vorher Falsches prognostiziert haben. Aber gehen wir. Wir müssen auch natürlich den Motor ansprechen. Ich meine, die letzten Rennen waren ja auch von der Tendenz her nicht so toll. Mhm. Es gab immer mehr Klarstellungen beim Fuel Flow. Die Klarstellungen gibt es natürlich für 2020 immer noch für dieses Jahr. Es kommen sogar noch ein paar mehr Restriktionen rein. Und da bin ich mal gespannt, ob Ferrari. Natürlich können sie dann auch wieder sagen: Ja, wir haben jetzt ein anderes aerodynamisches Konzept, wir haben es mehr auf Abtrieb ausgelegt. Ja. Sie haben ja jetzt schon gesagt, wir erwarten nicht mehr, dass wir die schnellsten auf den Geraden sind oder der Abstand zumindest schrumpft. Also da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und Fehlerquote nicht zu vergessen. Also, selbst wenn das Auto passt, selbst wenn die Fahrer sich halbwegs beherrschen gegenseitig, dann dürfen immer noch keine Strategiefehler passieren, keine Boxenstopp-Patzer. Das ist ja auch immer noch der. Das alte Problem bei Ferrari, was sich auch nie abgestellt hat, was man auch irgendwie seit mehreren Wintern schon angeprangert hat, aber müsste dann auch mal passieren. Heißt, wir haben eine ziemlich lange Bullet-Point-Liste bei Ferrari, Dinge, die ganz gut aussehen und Dinge, die sich noch ändern müssen für dieses Jahr. Mattia Binotto hat gesagt, wir sind ein junges Team, als er als Teamchef angefangen hat. Mag sein, dass sie ein junges Team sind insgesamt, aber bei Ferrari gibt man einfach die Zeit nicht, das ist Ferrari. Das ist da bei solchen Top-Teams, bei solchen Namen, da muss geliefert werden. Und wenn es nicht ist, dann kann es schnell schlecht aussehen. Und irgendwann werden dann auch wieder Köpfe rollen, auch wenn das vielleicht gar nichts hilft, wie wir es schon gesehen haben in der Vergangenheit. Aber bei Ferrari ist das leider so. Aber da kommen wir vielleicht später noch. Da kommen wir dann noch in die ganz heiße Phase der Diskussion für 2021, denn da geht es richtig rund. Da rollen dann nicht nur Köpfe, sondern auch Helme. Da dürft ihr euch freuen.
Also da wird es richtig rund gehen. Und, wie du eben schon angesprochen hast, die Power Units sind ein Thema. Ja. Auch bei den anderen beiden Top-Teams, nicht bei Ferrari, sondern bei Mercedes und bei Red Bull. Da wird es auch spannend, einerseits bei Red Bull mit Honda, was Honda nochmal nachlegen kann, und bei Mercedes, die jetzt auch diese Saison oder vergangene Saison immer gesagt haben, Ferrari hat den Vorteil beim Motor, wird sich zeigen, ist das wirklich noch der Fall? Können sie aufholen? Oder, wie Jonas sich vorhin etwas gefragt hat, was soll das bedeuten, wurde Mercedes jetzt aufgeweckt durch diese Leistungen von Ferrari, dass sie jetzt einfach mehr nachlegen? Ja gut, vorstellbar würde ich mal sagen, ist es. Man sagt immer, Schritte sind jetzt nicht mehr möglich. Wir sind jetzt im fünften Jahr oder sechsten Jahr dann schon dieses Motorenreglements auch. Aber man hat ja auch an Ferrari letztes Jahr gesehen, dass große Schritte schon noch möglich sind. Warum sollen sie jetzt nicht für Mercedes möglich sein? Spricht für mich sogar was für, wenn du sagst, jetzt aufgeweckt, jetzt weiß ich, worum es geht. Klar, ja, macht dann auch irgendwie Sinn. Mercedes war ja immer sehr, sehr zuverlässig eigentlich. Also letztes Jahr auch wieder, gut, ein paar Sachen fallen mir jetzt da schon ein. Der Bottas, okay, und der in Brasilien und in der Kubica in Belgien. Aber ansonsten, Zuverlässigkeit stimmte bei Mercedes ja eigentlich immer schon und könnte gut sein, dass wenn die ein bisschen mehr ins Risiko gehen, dann da auch noch was rauskitzeln. Klar, muss dann natürlich trotzdem halten. Aber was dann wiederum mehr Risiko bedeuten könnte. Das ist wohl wahr, ja. Aber ich weiß nicht, bei Mercedes ist da, glaube ich, so analytisch und da habe ich eigentlich gutes Vertrauen, dass sie das gut hinbekommen. Auf jeden Fall was Konkurrenzfähiges dahinstellen. Jetzt vielleicht 10, 20 PS weniger haben dann insgesamt als der Ferrari vielleicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall jetzt nichts, wo man sich verstecken muss. Also. Aber das ist ja der Punkt, verstecken mussten sie sich im vergangenen Jahr leistungstechnisch auch nicht. Eben. Ich glaube, die haben das immer ein bisschen dramatisiert, auch aus politischen Gründen, um zu sagen, hey, die bescheißen, ohne dass ich es sage, die bescheißen. Denn indem ich gesagt habe, die sind so haushoch überlegen, habe ich ja schon ein bisschen gesagt, wie kann das denn sein? Deswegen, also ich würde da mal etwas Piano machen, auch was die Performance-Unterschiede im letzten Jahr anging. Da war Ferrari jetzt nicht so haushoch überlegen. Der Motor hat nicht plötzlich eine halbe Sekunde gebracht. Sagen wir mal so, Mercedes war 2014 sicherlich überlegener als definitiv unterlegen. Also wenn man sich die Leute anhört, zwischen dem besten und dem schlechtesten Motor liegen 0,4. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass der Mercedes nicht der schlechteste Motor ist. Also muss man da, glaube ich, ein bisschen die Ruhe bewahren bei den Power Units. Genau, sagen wir bei Ferrari sind sie ein bisschen auf der Suche, dass es noch besser wird. Bei Mercedes sind sie vielleicht aufgeweckt worden. Bei Red Bull Honda kann man sagen, sind sie weiter im Aufwind, nachdem sie ja doch jetzt ein paar Rennen gewonnen haben, nachdem sie gezeigt haben, was ist Sache. Mit Honda kann man auch Rennen gewinnen. Hallo McLaren. Und dass es bei ihnen jetzt nochmal dieser letzte Schritt kommen muss. Oder gelingt der nicht mehr 2020? Ja, ich bin gespannt. Man hat ja gesehen, sie sind besser, je höher die Strecke liegt, ist natürlich ein Indiz dafür, dass Honda einen etwas größeren Turbolader fährt. Wurde mir auch so bestätigt von Insidern. Mhm. Da ist die Frage, behalten sie dieses Konzept bei mit dem etwas größeren Turbolader oder gehen sie da auch in die Richtung der anderen Teams? Renault hat das Konzept beispielsweise umgestellt, die hatten ja auch eine längere Zeit einen großen Turbolader. Ist vielleicht über die Saison hinweg besser, wenn ich einen etwas kleineren Turbolader fahre, verliere dann dafür in Mexiko, Brasilien und Österreich meinen Vorteil. Dann glaube ich, wenn sie das Konzept umstellen, dann können sie da schon nochmal insgesamt einen guten Schritt an die anderen ranmachen. Aber wie wir gesagt haben, viel waren die jetzt in der letzten Saison auch nicht weg. Zuverlässigkeit, muss man sagen, die hat noch gefehlt. Auch wenn es nicht so dramatisch aussah, nicht so wie in den McLaren-Jahren. Aber trotzdem, wenn ich da zwei Motorwechsel innerhalb kürzester Zeit habe, das wirft mich halt gleich zweimal zurück. Und wenn ich um die WM fahre, was jetzt in dem Fall 2019 nicht der Fall war, aber wenn ich wirklich um die WM fahre, dann kann ich mir das nicht mehr leisten. Also. Das heißt, so ein bisschen an mehreren Fronten muss Red Bull da noch ein bisschen nachlegen. Nicht nachlegen müssen bei den Fahrern, zumindest bei Max nicht. Da sind wir uns schon mal einig. Ja. Auch beim zweiten Fahrer kann man sagen, haben sie sich jetzt vielleicht doch mal eingegroovt und einen gefunden, der vielleicht mal die ganze Saison durchfahren könnte. Was glaubt ihr? Beide Fahrer bei Red Bull, bleiben sie bis zum Finale? Ja, ich glaube, dieses Jahr ist schon mal so wieder die Zeit gekommen, dass wir mal zu Ende fahren. Ja, ja. Doch, doch. Also. Christian? Ich glaube es auch, aber ich finde es nicht gut, weil ich finde Alex Albon einfach zu schlecht für ein Top-Team. Also er macht keinen richtig schlechten Job, er macht einen soliden Job, aber das ist meiner Meinung nach nicht genug für ein Top-Team. Und deswegen, jetzt sagen alle, ja, aber er wird doch Sechster oder er wird Vierter oder Fünfter oder so. Ja, aber der Abstand zu Max Verstappen, auch wenn er letztes Jahr ein Rookie war und auch wenn er dann in Red Bull reingeworfen wurde, aber der war ja nie näher als 0,6. Und das ist einfach, also das,
zumindest wenn du mal einen positiven Ausrutscher hast, dass du zumindest mal auf 3 Zehntel oder 4 Zehntel ran oder 2 Zehntel rankommst. Aber es war nie der Fall. Und deswegen, finde ich, haben die immer noch ein Fahrerproblem auf der zweiten Position. Ja, das würde ich auch so sehen. Nur, sie haben halt jetzt erstmal keinen Kandidaten mehr, wo es Sinn machen würde zu tauschen. Also intern. Nee. Jetzt, ich glaube, bringt nichts. Also da ist keiner schneller. Also ist dann vielleicht auch mit mental wird es jetzt auch nicht so sein wie im vergangenen Jahr, irgendwie, dass jetzt der Elben ausgewechselt wird, weil er eben da auf der Schiene nicht mehr mitkommt. Der ist nicht der Typ dafür. Also ein Gasly, da kann man sich eher mal vorstellen, dass der dann mental irgendwie einbricht und dann da nochmal 3 Zehntel mehr verliert, als nötig wären. Aber bei Alex bin ich mir da relativ sicher, dass das klar geht. Man sollte dabei vielleicht auch erwähnen, dass es nicht unbedingt sein Fehler ist. Es ist immerhin seine Rookie-Saison gewesen. Naja. Jetzt zu erwarten, er fährt sofort aufs Podium und gewinnt Rennen, schlägt Max, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Max schlagen kann man von niemandem verlangen. Ja, aber 6 Zehntel der Abstand, auf allen Strecken ist halt auch ein bisschen zu viel. Also wenn es halt jetzt 3 Zehntel immer gewesen wären, hätte ich gesagt, okay, der macht einen guten Job, super, macht alles das, was er machen soll. Aber wenn du jedes Mal, also ich bin jetzt wirklich gespannt, weil jetzt hat er Formel-1-Erfahrung, jetzt kennt er auch das Team schon, konnte sich richtig darauf vorbereiten. Wenn es dann immer noch so ein drastischer Abstand ist, dann... Ja, er muss sich schon verbessern, aber traue ich ihm schon noch zu, dass er ein bisschen besser sein wird. Wie gesagt, Rookie-Saison war es halt schon noch, also ein bisschen Zeit würde ich dem auch noch zugestehen. Ich denke, von diesen 3 Top-Teams, über die wir jetzt gesprochen haben, kann man ganz klar sagen, dass Ferrari und Mercedes die besseren Fahrerpaarungen haben. Insgesamt die konkurrenzfähigeren. Klar, 2-mal Grand Prix-Sieger, Weltmeister teilweise. Logisch sind die dann auf dem Papier besser, aber sie sind wohl auch deutlich schneller. Und insgesamt im Kampf um die Konstrukteurs-WM, wenn jetzt Red Bull plötzlich titelfähig wäre, hätten sie da wahrscheinlich die schlechteren Karten im Vergleich zu den anderen beiden, wenn die Autos ungefähr auf einem Niveau sind. Aber der Albon nimmt dem Verstappen wenigstens keine Punkte weg, würde ich mal behaupten. Kann auch ein Vorteil sein, ja. Fahrer könnte das ein Vorteil sein, allerdings nimmt er auch den anderen keine Punkte weg. Ja. Was ein Bottas oder Leclerc-Vettel auf jeden Fall macht. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, muss man sagen. Wenn du mal einfach ein gutes Rennauto hast, dann willst du ja nicht nur die 7 Punkte gut machen, wenn du das Rennen gewinnst, sondern willst vielleicht mehr Punkte gut machen, dann brauchst du halt deinen Teamkollegen auch noch, der dazwischen ist. Also da sehe ich schon insgesamt ein Defizit bei Red Bull, muss ich gestehen. So, wir machen unseren WM-Tipp ja erst nach den Testfahrten, damit wir eine Basis haben, auf der wir uns komplett verschätzen können. Genau. Aber jetzt auf unsere Basis hier am 1. Januar des neuen Jahres, was sagen wir? Ferrari, Mercedes, Red Bull? Ich traue mich nichts anderes mehr sagen als Lewis Hamilton. Ja. Ändert sich denn wirklich was dieses Jahr? Denn wir wissen ja, wenn ein Reglement lange stabil bleibt, rücken sie alle ein bisschen näher zusammen. Ja, aber reicht das, um Mercedes jetzt im letzten Jahr dieses Reglementzyklus wirklich zu schlagen? Oder gibt es zumindest ein oder gar nochmal das nächste WM-Double? Ja, gibt's. Also es mag sich was ändern, es mag alles enger zusammenrücken, aber Mercedes hat immer den einen Vorteil, auch in diesem Jahr dann noch, dass die einfach weniger Fehler machen, dass da einfach alles geordneter abläuft. Und das ist in der Endabrechnung bei jetzt noch einem Rennen mehr einfach immer wertvoller. Also das kann nur Mercedes werden. Das ist nicht nur das beste Auto oder irgendwie der beste Fahrer, das ist das beste Team von. Ja. Das ist einfach... Beste Paket. Es hört sich immer an wie so eine blöde Floskel, dieses Team, aber es ist leider so bei Mercedes. Es ist eigentlich auch das Schöne an diesem Sport, dass es eben nicht nur auf das Auto oder nur auf den Fahrer ankommt, sondern um die 1000 Leute drumherum auch. Ja, aber Stefan, was glaubst du? Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, nachdem wir letztes Jahr alle auf Ferrari getippt haben bei diesem legendären WM-Tippspiel, um wahrscheinlich im Januar bei unserer alljährlichen Sendung hier am 1.1. wahrscheinlich auch noch alle auf Hamilton und auf Mercedes getippt haben, machen wir es dieses Jahr, glaube ich, wieder so. Aber vielleicht behalten wir es dann auch bei den WM-Tipps bei. Aber ich denke schon, und dann gewinnt Ferrari. Und dann, vielleicht haben wir dann dadurch mal die Abwechslung und es heraufbeschworen. Aber im vergangenen Jahr ist ja so gewesen, selbst wenn Ferrari immer das schnellste Auto gehabt hätte, sie wären am Ende doch trotzdem nicht Weltmeister geworden. Entweder wenn sie sich immer gegenseitig in die Kiste gefahren oder da wäre wieder das kaputt gegangen oder da wieder die Strategie verhunzt. Naja, es hätte noch nicht gereicht. Ich meine, sie hatten ja noch einige Mal, sie hätten noch einige Siege holen können. Ja. Es war ja noch viel drin, aber selbst das hätte nicht gereicht, weil die Rückschläge einfach auch, die wirklichen Rückschläge viel zu groß waren. Also das reicht dann nicht. Die einzige Hoffnung für die Konkurrenz ist, wenn sie wirklich näher ranrücken und es wirklich eng zugeht, dass dann auch Mercedes manchmal hin und wieder daneben lang, wie wir diese letzte Saison gesehen haben. Da waren auch mal hin und wieder Komfort, bei der Strategie ein, zwei Fehlerchen, immer unterschiedliche, was ja auch für das Team immer wichtig ist zu betonen, wir machen den Fehler nicht zweimal.
was an anderen Teams nicht unbedingt immer der Fall ist. Da kann auch mal das Gleiche immer wieder passieren. Aber da hat man schon gesehen, da kann auch mal was schiefgehen. Oder es gab auch mal technische Probleme, die wir die Jahre davor bei Mercedes fast nie gesehen haben, wenn wir jetzt mal diesen Doppelausfall in Österreich weglassen. Und wenn wir noch auf die Mercedes-Stärken eingehen, wir haben schon die Red Bull-Fahrerpaarung besprochen, die Ferrari-Fahrerpaarung. Ja. Die Mercedes-Fahrerpaarung ist perfekt. Es ist mit Lewis Hamilton ein absoluter Nummer-1-Fahrer und trotzdem passt das Teamgefüge perfekt. Der Nummer-2-Fahrer ist nicht so degradiert zum Nummer-2-Fahrer, wie bei Red Bull zum Nummer-2-Fahrer degradiert ist. Es gibt keinen so großen Kampf zwischen den Piloten wie bei Ferrari. Der Bottas ist absolut... Also der hat jetzt im letzten Jahr, würde ich mal, gezeigt, dass er auch schon gut was auf dem Kasten hat und auch zur Stelle sein kann, wenn Lewis vielleicht mal einen kleinen Durchhänger hat. Schlagen wir den trotzdem nicht insgesamt. Und deswegen, das ist halt auch eine perfekte Konstellation. Also ja. Darauf kann man sich eigentlich nur freuen. Aus Mercedes-Sicht. Ja, diese Saison. Und was sich da passiert, was da passieren kann und auf uns wartet. Was auf jeden Fall auf uns wartet, sind zwei neue Strecken dieses Jahr. Rekordrennkalender. Ja, wir freuen uns alle. Ihr als Zuschauer freut euch wahrscheinlich wirklich, weil ihr dann einfach öfter Formel 1 sehen könnt. Alle anderen im Paddock nicht unbedingt immer so begeistert davon. Immer Doch. Mehr Rennen. Toll. Immer mehr unterwegs, nie mehr zu Hause. Sehr schön. Ja, ist doch ganz gut bei den Mieten hier in München. Kannst du ja eigentlich die Miete sparen. Kann ich mal kündigen. Ja. So ist es also. Schön hier. Schläfst dann da unten unterm Tisch hier im Studio. Also ich finde, das ist schon erste Cost-Saving. Ja. Ein Rennen mehr. Das ist bestimmt bei der FIA auch im Cost-Cap mit drin. Ich glaube auch. Also macht eine runde Geschichte. Gut, zurück zu den neuen Strecken. Zandvoort als Comeback mit Umbau und Vietnam komplett neu. Jonas, du hast das in dem Video mit den Neuerungen schon behandelt. Ich habe es schon einmal durchgekaut und habe da auch schon diverse Texte zugeschrieben. Ja, ja, also es soll jetzt, ist ja jetzt Anfang des neuen Jahres, es soll jetzt angeblich ja schon alles fertig sein. Wenn man die letzten Bilder sich da noch angeschaut hat, leise Zweifel hege ich da noch, aber vielleicht haben sie es ja geschafft da, vor allem halt in Südostasien, in Vietnam, das da noch, also an Baustellen Fotos bekommen und alles. Das, ja, war mehr so ein Planierraupen-Wettrennen. Ja, genau, es war schon eine Startaufstellung zu sehen, aber halt noch keine Formel 1. Noch ohne massiver. Pirelli-Reifen, wobei man könnte sagen, dass die Dinger auch Pirelli-Reifen haben. Ja, ja. Ja, wo wollen wir anfangen? Christian, worauf freust du dich mehr, auf Zandvoort oder auf Vietnam? Das ist eine gute Frage. Zandvoort an sich ist ja eine mega geile Strecke, ich glaube nur nicht, dass sie für die Formel 1 mega geil sein wird. Wir hatten ja auch im Vorfeld sehr große Angst, dass Zandvoort verhunzt wird, aufgrund der ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Ich glaube, man hat dann eine coole Lösung gefunden mit den Bankings, also mit den überhöhten Kurven, mit den Steilkurven, um da ein bisschen das Problem mit den Auslaufzonen zu umgehen. Das finde ich ist eine coole Lösung. Racing kann ich mir trotzdem irgendwie nicht vorstellen, dass es besonders toll sein wird. Die Stimmung wird unfassbar sein. Die Hotelpreise sind genauso unfassbar. Unfassbarer als überall anders. Völlig absurd. Also das wird ein absoluter Wahnsinn, was die Stimmung angeht. Die Strecke ist der absolute Wahnsinn. Nur das Racing, glaube ich, wird da nicht so geil. Barcelona 2 wird das. Ja, ist ein bisschen zu befürchten. Hanoi ist natürlich das erste Mal überhaupt. Keiner weiß, was einen erwartet. Bei den Hotels, die wir da gebucht haben, war es auch schon relativ abenteuerlich, unfassbar billig im Vergleich dazu. Ich glaube, das billigste im ganzen Jahr. Wir glauben alle. Gleicht sich das dann aus? Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Aber ich glaube, da werden uns noch einige Hotels storniert werden, so wie oft bei solchen Sachen. Ich erinnere mich da an viele Sachen in Baku, als man frühzeitig Hotels gebucht hat und die noch sehr günstig waren. Die wurden dann alle storniert einfach und so weiter. Ziemlich nervig. Ich befürchte, das wird auch in Hanoi noch passieren, aber das ist ja erstmal für die Formel 1 an sich. Wie viel hast du gebucht? Weil, kleiner Tipp, Christian bucht gerne mal mehrere Hotels. Für unterschiedliche Zeiträume auch, dass wenn der Rennkalender dann noch irgendwie, das ist eine Wissenschaft für sich, das ist sehr sophisticated und komplizierter als die Aerodynamik eines Formel 1 Autos. Aber ja, Hanoi, ich finde, das ist irgendwie eine coole Mischung dann, so aus permanenter Rennstrecke und Stadtkurs. Trotzdem bin ich von solchen Strecken insgesamt nicht der allergrößte Fan, muss ich gestehen. Aber wird für die Formel 1 auch mal eine neue Erfahrung und man schaut ja auch beim Streckenlayer schon jetzt mehr darauf, dass Racing besser wird und ich glaube, Racing an sich könnte dort besser sein als in Zandvoort. Ja, das würde ich auch mal sagen. Also da gibt es auf jeden Fall mal längere Geraden und auch noch richtige Bremspunkte, die nicht gleich in irgendeine Kurve münden. Ich meine, Zandvoort Kurve 1 ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit und da geht es aber super schnell rein. Also das ist richtig scheiße. Und naja,
Hanoi hat da echt eine richtig schöne Spitzkehre drin, das ist schon mal ganz gut. Und noch ein paar andere Stellen, also das könnte schon ganz gut sein. Aber ansonsten, zur Strecke, ich will die erstmal wirklich live sehen, um da wirklich mal irgendwie was beurteilen zu können. Drumherum muss man dann schauen, das wird sicherlich in den Niederlanden besser ausschauen. Ja. Ansonsten, bin natürlich noch gespannt auf die Pirelli-Diskussion über Reifendrücke in Sandfort. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Ja. Reifendruckdiskussion, genau. Das klingt schon nach Spaß. So richtig schön. Unbedingt, ja. Unterhaltsam, richtig schön, sportliche Geschichte. Gibt nichts Schöneres. Also es ist eigentlich so dieses typische Formel-1-Dilemma, das wir jetzt haben. Auf der einen Seite kommt eine Traditionsstrecke zurück, auf der anderen Seite kommt wieder so ein neuer Grand Prix, den ehrlich gesagt niemand haben will, wenn wir es mal ehrlich sagen. Wahrscheinlich noch nicht mal die Leute dort vor Ort, weil sie sich nicht dafür interessieren. Und dann haben wir diese zwei Sachen, aber bei beiden wird das Racing wahrscheinlich nicht so sein wie auf irgendeiner anderen Strecke, wenn wir jetzt nochmal Hockenheim ins Spiel bringen, wo man überholen könnte. Tja. Wo man noch nicht mehr so ein Chaosrennen braucht wie jetzt in der vergangenen Saison. Und dann ist es schon schwer. Ja, wir haben die super Stimmung in Sandfort, auf die wir uns auf jeden Fall freuen. Und die 5 Millionen Fans, die dort irgendwie die Strecke säumen werden, wo auch immer sie hinkommen, das wird super zu sehen sein. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich die 5 Fans, die in Hanoi an der Strecke stehen. Ja, und unterschätzt mal Hanoi, glaube ich, nicht ganz so. Also, das erste Jahr geht immer noch. Und da wohnen ja auch eine Menge Leute. Ich glaube, das wird nicht so schlecht, wie sich es einige vorstellen. Also von dem, was ich bislang gehört habe, von Leuten, die auch schon vor Ort waren und so weiter, soll das eigentlich ganz cool sein. Auch von der Stadt her freuen sich viele aus der Formel 1 schon drauf. Also es ist jetzt kein Sochi, um das mal so zu sagen, vielleicht. Das klingt schon mal positiv für mich. Die Strecke tut es für mich auch nicht unbedingt. Gut, sagt uns doch mal, auf welche Strecke von den beiden ihr euch am meisten freut. Hier oben haben wir eine Umfrage. Einfach mal abstimmen, welches von den beiden Rennen oder vielleicht keins von den beiden wollt ihr sehen. Worauf freut ihr euch am meisten 2020? Und ja, wir gehen dann weiter zum nächsten Punkt, dem Mittelfeld. Denn im Mittelfeld gibt es jede Menge Action dieses Jahr. Zumindest hoffen wir das. Ansage. Ich hoffe, die setzen das auch um. Aber wir haben letztes Jahr schon gesehen, wie eng das alles zusammengerückt ist. Und wenn das dieses Jahr nochmal einen Tick enger zusammen ist, dann haben wir da wirklich sehr, sehr viele Teams auf einen Haufen, bei denen jedes Wochenende, je nach Strecke, je nach Auto, je nach Fahrer, der eine oder andere vorne sein könnte. Das hört sich fast nach DTM an. So eng geht es das fast. Klingt wie DTM, deswegen gehe ich jetzt und Robert kommt rein und erzählt euch was über das dichteste Feld der Geschichte im Rennsport. Das dichteste? Ja, Kimi fährt ja noch, ne? Kimi, ja, wir können damit mischen. Nur auf der FIA-Gala. Oh, ich weiß nicht. Aber wenn wir jetzt vorne die drei Top-Teams rausnehmen und höchstwahrscheinlich Williams am Ende rausnehmen, denn so einen großen Sprung können die auch dieses Jahr nicht machen, dass sie da wirklich super mitmischen, dann haben wir immer noch Renault, McLaren, Haas, Alpha Tauri, Alpha Romeo und Racing Point. Geschafft. Alle Namen richtig genannt. Richtig abgelesen. Aber das kann richtig Action geben. Kann. Du zweifelst das noch so ein bisschen an. Ich weiß nicht, ich bin mit der ganzen Zusammenrückgeschichte, weiß ich nicht, ob das wirklich so hinkommt. Also Williams nehmen wir schon mal raus, da rückt schon mal gar nichts hin. Und ich hoffe, sie rutschen ein bisschen näher ran, aber sie werden sicherlich jetzt nicht zwischen Platz 4 und 6 mitkämpfen. Ja, also für Williams ist halt nicht viel zu holen. Ich meine, andere Teams können sich wirklich, die werden sich in der Konstrukteurs-WM nicht verbessern, deshalb macht es keinen Sinn. Die müssen an 21 denken, alle anderen können zumindest noch so ein bisschen irgendwie an ein bisschen Preisgeld denken. Das macht ja da auch noch nicht mal Sinn. Also, und dann ja, für einen kümmerlichen Punkt, den man dann holt, da zu investieren, macht auch einfach nicht so den Sinn. Für mich wäre Williams das nächste Jahr schon erfolgreich, wenn die nicht so einen Slapstick zu Saisonbeginn hinlegen würden, sich da nicht so traurig, wie es ist, blamieren würden. Ja. Das wird schon reichen. Schon mal alle beim ersten Testtag dabei sein, wäre schon mal cool. Ja, gerade, weil es weniger Testtage auch gibt, ist ja auch neu. Also da, die Zeit drängt dann noch mehr. Ja, und ansonsten, die sind schon mal weg. Und dann McLaren, wenn die so weitermachen wie im letzten Jahr, dann haben die mit dem Mittelfeld auch nichts mehr zu tun. Und das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil ich weiß nicht, wer da so noch mitkommen soll. Renault ist auch mal so ein Fragezeichen. Ich glaube, irgendwie nächstes Jahr ist für Renault so Übergangsjahr, wenn überhaupt noch irgendwas zu übergehen ist und es nicht ganz vorbei ist mit denen. Dann sind sie vielleicht sogar eher noch stärker, wenn es vorbei ist. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob die nächstes Jahr noch so viel Sinn sehen, überhaupt da jetzt groß in der Formel 1 in ihrem Dasein. Ja, also
Tut mir ja leid, aber irgendwie weiß ich nicht. McLaren macht für mich da einfach einen so starken Eindruck jetzt zuletzt und weiß nicht, wer da am ersten dran, Racing Point vielleicht tatsächlich, die hatten einen guten Trend, die sind dann jetzt nach der Pleite im Vorjahr dann, also jetzt schon vor 2 Jahren, mittlerweile wieder ein bisschen geordneter, aber die haben halt nur einen Fahrer. Ja, und dann gibt es noch Alfa Romeo für mich, aber da weiß ich auch nicht, die waren letztes Jahr so verzettelt, ob die mal die ganze Saison so auf einem hohen Niveau hin schaffen. Ich wünsche es ihnen natürlich, aber deshalb McLaren da für mich schon haushoher Favorit. Bevor Christian dem jetzt völlig widerspricht. Gerne. Du sagst, McLaren siehst du gar nicht mehr im Mittelfeld. Das heißt, du siehst sie zwischen den Top-Teams und dem Mittelfeld? Relegation. Genau. Aufstiegsrelegation. Ja, Aufstiegsrelegation, ja, auf jeden Fall. Gegen wen relegieren die? Gegen niemanden. Und gegen sich selbst. Ja, also die sind so im da, wo wir letztes Jahr schon immer alle Renault hingeredet haben, da im No Man's Land zwischen den Top-Teams eben und dem restlichen Mittelfeld. Also da könnte McLaren ungefähr, die waren da letztes Jahr eigentlich schon. Also zweite Saisonhälfte hatten die für mich keinen richtigen Gegner mehr. Also man hat immer noch überlegt im Großen. Ja doch, der Boxenstopp. Geht's mal gegen Renault? Ja, der Boxenstopp, ja. Also aber soll ja auch werden, ne? Also, ja. Also, da war nicht mehr viel. Also die haben sich zu Saisonbeginn vergangenes Jahr so ein bisschen finden müssen, waren mal auf der einen Strecke besser, so streckenbedingt, dann auf der anderen schlechter. Also, ja, aber hinten raus waren die eigentlich immer da. Also klar, Renault war noch Monster gut, aber gerade ausfahren konnten die halt auf einmal irgendwie. Das war auch letztes Jahr alles bei denen, ja. Ob das war mit Andreas Seidel, mit dem Teamchef zusammenhängt, der während der Saison kam. Und uns diese schönen Geschenke mitgebracht hat. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert, was diese McLaren-Helme hier sollen. Carlos Sainz, Lando Norris. Schon ein kleiner Teaser auf das Interview mit Andreas Seidel. Wir haben ja schon angekündigt, er wird uns hier besuchen. Ihr habt auch fleißig Fragen gestellt unter dem Hashtag AskAndreas. Einige davon haben wir ihm stellen können. Und ja, demnächst bekommt ihr das ganze Video. Eine knappe Stunde richtig geballte McLaren-Ladung. Dürft ihr euch schon freuen. Dichte McLaren-Ladung, kann man sagen, vielleicht in dem Fall. Ja, schon. Also könnte man auch auf verschiedene Weisen interpretieren. Ihr werdet beim Video dann sehen, warum dieses planlose Wortspiel. Lasst euch überraschen. Schon schlecht gewesen, ja. Zurück zum Mittelfeld. Ja. Christian, siehst du auch McLaren vor allen anderen oder siehst du schon spannende Sachen? Ja, wer uns hier solche schönen Sachen mitbringt. Also wir sind bestechlich. Also sie sind übrigens auch unterschrieben. Also schon. Ja. Wer sowas mitbringt, der qualifiziert sich auf jeden Fall schon mal. Nein, ich glaube, im Mittelfeld wird es mehr davon abhängen, als vorne in der Spitze, wer sich wie stark auf 2021 schon konzentriert. Und ich glaube, das wird dann einen Riesenunterschied machen, weil wenn du beschränkte Ressourcen hast, hat es einen viel größeren Einfluss, wie du diese Ressourcen dann am Ende aufteilst. Aufs aktuelle Jahr noch, also auf 2020 oder dann schon auf 2021. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass da ein paar Verschiebungen geben wird, wenn die andere Herangehensweisen haben. Okay. Bei Renault hört man ja, die wollen schon sehr, sehr viel auf 2021 ausrichten, weil das ihre große Chance ist. Die große Chance sieht halt irgendwie auch jeder 2021. Deswegen, vielleicht haben am Ende auch alle die gleiche Herangehensweise. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass Toro Rosso oder Alfa Tauri dann damit ganz gut umgehen wird. Ich weiß da nicht, wie die Synergien mit Red Bull da genutzt werden können, ob das jetzt richtig Früchte noch trägt. Wenn, dann kann ich mir vorstellen, dass das ganz gut ausgeht. Man hat ja auch am Ende der 2019er Saison, finde ich, gesehen, dass die stärker kamen und kamen. Bei Racing Point ist jetzt ist auch am Ende der Saison ein bisschen ins Rollen gekommen mit den Stroll-Millionen zusammen. Nicht mit Strolls Performance, sondern mit seinen Millionen. Die Millionen haben Perez geholfen. Also der Papa hat sie ins Rollen gebracht, nicht der Sohn. Genau. Deswegen, ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass es so ein paar Verschiebungen geben wird, dass vielleicht Renault noch schlechter ausschaut. Eigentlich können sie es sich nicht erlauben, weil es ein Werksteam ist. Nee, eben. Aber wenn man so vom Mindset her hört, dass sie alles auf 2021 setzen und mit der Tendenz, die man ja teilweise hatte jetzt 2019 am Ende und da einfach die Regeln so stabil bleiben, so stabil wie seit Jahrhunderten nicht mehr in der Formel 1. Wir hatten gar keine gescheiten technischen Regeländerungen für das Video von Jonas. Gut, ich sag mal, eine zusätzliche MUK, das kommt Renault schon mal entgegen. Ja, aber so viele, wie die brauchen, ist das auch nur. Das hilft auch nicht Tropfen so viel, auf stimmt. Eisenstein. Ja. Aber es ist natürlich... Ja, Hülkenberg auch noch verloren. Es ist natürlich wahnsinnig, im Mittelfeld eine Prognose abzugeben, muss man ehrlicherweise sagen, bevor wir Testfahrten gesehen haben.
Deswegen mache ich jetzt was Gewagtes. Zwei gewagte Prognosen aus diesen 6 Teams, die wir jetzt hier haben. Ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir McLaren so als das Anführungsteam in diesem Mittelfeld sehen. Ja, weil sie uns schöne Helme mitgebracht haben, weil der Teamchef uns besucht hat. Die müssen gut sein. Ja. Und weil sie durchaus dieses Jahr auch Leistung gezeigt haben auf der Strecke, was die Jahre davor nicht immer der Fall war bei McLaren. Und das dürfte auch so weitergehen. Jetzt suchen wir so ein bisschen den Gegner für McLaren. Mhm. Renault? Aber jetzt pass auf, ich habe noch eine Sache gegen McLaren. Die ganzen Sachen, die letztes Jahr neu strukturiert wurden, auch James Key, Technikchef und so weiter, die sollen 2020 erst richtig Früchte tragen. Aber wer sagt denn, dass es dann richtig Früchte trägt? Vielleicht geht es auch ein bisschen daneben. Also minimales Risiko sehe ich auch da. Das ist natürlich immer gegeben. Andererseits können die sich natürlich dann auch mehr auf 2021 konzentrieren, während die anderen, die vorhanden sind, mit einer anderen Projektgruppe an 2020 weitergearbeitet haben. Wer weiß, wie das alles aufgebaut ist. Oh, Entschuldigung, ich habe dich mit deiner These ein bisschen... Genau, wir haben McLaren, sind wir uns halbwegs einig. Also wir haben sie hoffentlich auf jeden Fall. Dass sie mitfahren, sind wir uns definitiv einig. Aber dass sie auch relativ weit vorne im Mittelfeld sein werden. Dann suchen wir jetzt den Gegner. Bei Renault, sagen wir, die waren enttäuschend in der vergangenen Saison, konzentrieren sich auf die nächste Saison. Diese Saison weiß man nicht, was passieren wird. Warum könnten denn jetzt nicht 2 Teams die großen Gegner von McLaren sein in diesem Jahr, die im letzten Jahr nicht unbedingt berauschend waren, aber immer besser geworden sind und Zeit hatten, letztes Jahr sich auf 2020 zu konzentrieren, weil dieses Jahr alle auf 2021 schauen? Racing Point und Haas. Haas hatte ein Auto, das sie lange abschreiben konnten. Ja. Wenn die nicht sich frühzeitig auf 2020 konzentriert haben, wer dann? Racing Point, die normalerweise in der zweiten Hälfte schon als Force India immer besser geworden sind und die jetzt dann dieses Jahr das ausnutzen können, bevor sie dann auf 2021 umswitchen. Was ich dem entgegensetze ist, wie willst du dich auf 2020 konzentrieren, wenn das Ring immer so stabil bleibt und du 2019 einfach nicht verstanden hast, wie es im Falle von Haas war. Deswegen, ich meine, mir hat letztens mal jemand geschrieben, es ist ganz einfach, warum der Haas so schlecht wurde. Der kriegt halt einfach den Ferrari Anfang der Saison und der wird nicht mehr weiterentwickelt. Ich glaube, das ist ein bisschen hart gesagt. Aber ein bisschen, ich meine, sie kaufen mehr Teile als jedes andere Team ein. Die kommen von Ferrari. Die sind natürlich, glaube ich, da auch schon gut abhängig, was Ferrari liefert. Da werden sie auch ihre anderen Konzepte drauf auslegen. Deswegen sind die da ein bisschen abhängig. Da traue ich mich nicht so richtig. Das ist einfach eine Wundertüte für mich. Deswegen ist es die gewagte Prognose. Ja, so gesehen okay, ja. Ja, ich die einfache Variante ist zu sagen, hallo, weil das ist das Werksteam hier unter all denen. Noch vor McLaren. Aber die haben sich teilweise ja so idiotisch angestellt, richtig, muss man sagen. Die waren selbst zum Betrügen zu blöd, wenn man sagt. Und dann haben sie noch einen Faktor ausgetauscht, den man nicht unbedingt hätte austauschen müssen. Ja. Mit jemandem, bei dem man nicht weiß, ob er eigentlich besser ist. Ja. Zumindest wir zweifeln das ja alle hier gerne an. Du warst bei unseren vielen Videos, die wir über die Fahrer im Dezember gemacht haben, nicht dabei, weil du dich in Abu Dhabi noch gesonnt hast. Ich stand mit der Stoppuhr an der Strecke. Die 18-Zoll-Tests. Die 18-Zoll-Reifen bestaunt hast. Und da haben wir auch schon gesagt, Ocon überbewertet, wie wir es auch in unserem Artikel im Heft haben. Das ja, heißt, schließe ich mich an. Also. Ist auch kein Sympathiepunkt natürlich jetzt aus unserer deutschen Sicht hier, wenn der Hülkenberg abgesägt wird. Also, Sympathien, aber, die entscheiden am Ende nicht über Ergebnisse. Aber vielleicht wertet sie hier so ein bisschen mit rein, würde ich nur mal... Aber naja, ich glaube auch nicht, dass bei Renault da viel zu holen ist. Also, bei Esteban ist auch ein netter Kerl, muss man sagen. Ja, also nichts gegen Ocon in dem Fall dann, genau, absolut. Aber ja, Höki auch. Sagt das Max. Ja. Mit dem Hülkenberg versteht er sich. Gut, wollen wir noch was über die beiden Alphas verlieren? Jetzt haben wir alle anderen schon mal ein bisschen durchgekaut. Ja, habe ich ja schon was gesagt, ein bisschen, aber... Ja, Alpha ist eigentlich so, weiß ich nicht. Also würde ich jetzt auf jeden Fall mal höher einschätzen als so ein Haas. Aber welches Alpha? Das echte, das unechte Sauber. Nein, das echte Sauber und eigentlich jetzt Alpha heißende Team. Naja, was ist das kompliziert? Also das Alpha mit F. Ja, genau, das F. Das F-Alpha, ja. Ja, denk mal, die haben jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr 2 volle Fahrer zur Saison beginnen. Also Giovinazzi hat letztes Jahr ja noch einige Startschwierigkeiten gehabt. 2 volle, also ein voller Fahrer. Okay. Heute geht's mit dem Wortspiel, aber ja.
Das Thema zieht sich heute so ein bisschen durch dieses Video. Das merkt man. Das Silvester ist gerade vorbei. Da geht es alles hier noch um die vollen Themen. Ja, gut. Also sie werden nicht so in die neue Saison reintorkeln wie im vergangenen Jahr, wo man nur einen Fahrer hatte. Giovinazzi, hat nur einer getorkelt. Glaubst du, sie brennen gleich ein Feuerwerk ab? Oh Gott. Ja. Ja, ja. Im Gorilla-Kostüm. Nein, ja. Ich sag nichts mehr jetzt. Zu blöd. Aber es war doch kein Gorilla-Kostüm, was Kimi da anhatte auf diesem einen Foto. Nee, das war ein Bär. Was war das? Ein Bär? Keine Ahnung. Irgendwas mit Ohren. Ja, ja. Aber Maximum bei Howard Lucas geholt. Hat der Italiener nicht geschafft. Ihr wisst, was ihr machen müsst, wenn das passiert. Wir kommen aber erst später. Ja. Gut, ja. Alpha und Alpha. Alpha und Alpha mit F. Ja. Also, hast du auch zu Alpha irgendeine Meinung? Ja, ich sehe es wie Jonas, der es gerade nicht richtig ausführen konnte. Nicht so ganz, nee. Es gab da kleine Artikulationsprobleme. Ich glaube auch, dass sie fahrermäßig von Anfang an jetzt richtig gut dabei sind. Nicht voll dabei. Giovinazzi hat am Ende der Saison gezeigt, mit ihm kann man rechnen. Ich finde, da wurde ihm auch immer Unrecht getan von vielen Seiten, dass er Hülkenberg den Platz da weggenommen hat. Und so. Der hat auf jeden Fall noch eine zweite Saison verdient. Er musste ja auch erstmal wieder warm werden. So hatten wir das auch gesagt in unserem Video mit den überbewerteten, unterschätzten Fahrern. Däumchen drehen war ein bisschen lang, ja. Noch dazu hat er einfach die schönste Frisur im Fahrerlager. Also alleine dafür hat er das Cockpit schon verdient. Definitiv, ja. Gut, was man natürlich... Ja. Also fahrertechnisch ja. Teamtechnisch weiß ich nicht. Die sind so stagniert am Ende der Saison. Gut, der eine positive Ausrutscher, aber das war für mich ein einzelner positiver Ausrutscher. Ja. Und was ich da jetzt so gehört habe über den Winter, das war auch nicht so positiv. Crashtest ein bisschen Probleme gehabt und so weiter. Das soll sie richtig zurückgeworfen haben. Weiß nicht, irgendwie... Also, nicht mehr so drinnen. Wenn ich ehrlich bin, traue ich da wirklich Toro Rosso mehr zu als Alfa Romeo? Ich will es nicht einschätzen, keine Ahnung. Es kann gleich gut sein, kann der eine besser sein, der andere. Ich glaube, es kommt bei denen auch sehr bei Alpha, ist sehr so ein 2021-Team. Alpha mit F jetzt? Das ist so scheiße dieses Jahr. Du musst die kompletten Namen sagen. Ja, also Sauber wird es sehr davon abhängen, glaube ich, bei denen, auch wie es wirklich losgeht einfach. Erstmal die ersten paar Rennen. Wenn die laufen, dass man ein gutes Ergebnis holen kann, dann machen die noch ein bisschen weiter, dann läuft das ja auch gut. Und ansonsten sind die, glaube ich, relativ bald bei 21 irgendwie auch. Also, dass die da noch groß hinsehen. Wenn das schon schwach anfängt, dann kommt da, glaube ich, nicht mehr viel, weil dann hat auch ein Raikön keine Lust mehr. Kennt man ja, wenn der kein Land sieht, dann hat der keine Lust einfach. Dann ist dann da auch vorbei, dann bringt der auch nicht mehr seine Leistung und dann ist es vorbei. Also Kimi bringt mal nicht seine Leistung. Ja, wenn Kimi bringt... Das ist eine interessante These aus deinem Munde. Natürlich, wenn es immer so gewesen. Wenn es nichts zu holen gibt, ja, dann hat er auch nicht mehr so den Mega-Drive. Ja? Also das ist auch immer schon so gewesen. Also deshalb glaube ich aber einfach, darum geht es eigentlich nur in zweiter Instanz. Also einfach nur, dass... 2021 Thema, glaube ich, ist bei Alpha, wenn es da gut losgeht, dann, also wenn es auch nur so gut losgeht wie im vergangenen Jahr, ging ja auch gut los eigentlich, dann können die dann vielleicht sich auf der Position halten, weil sie eben noch ein bisschen weiter denken an 2020 mehr als andere dann vielleicht. Ja, und dann sieht es dann da vielleicht ganz gut aus. Aber ja, McLaren ist davor. Ich glaube, das ist das Einzige, was jetzt aus den letzten 15 Minuten herausgekommen ist. Bei McLaren sind wir uns ziemlich einig, dass die durchaus gut dabei sein können. Und bei Williams sind wir uns auch ziemlich dass einig. Dass sie nicht so gut dabei sein werden. Und ich glaube auch, bei Alpha sind wir uns einig, dass es scheiße wird. Renault mögen wir nicht. So. Also Alpha meine ich, scheiße wird im Sinne von Alpha und mit Alpha. Mit den Namen. Alpha mit F und Alpha mit F. Ja, genau. Ja, also schön. Auch darauf könnt ihr euch also richtig sehr schön freuen. Haben wir euch doch gezeigt, wie toll es im Mittelfeld zugehen wird. Deswegen sagen wir jetzt auch nochmal Danke an euch, denn wir haben ja eben schon mal hier diese Klingelingeling hier gemacht. Schön, dass ihr das ganze Jahr letztes Jahr über durchgezogen habt. Immer schön die Glocke gedrückt habt, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Videos geliked habt, die Videos kommentiert habt, uns geschrieben habt, was ihr haben wollt, wie wir uns verbessern können. Und trotzdem sitzen wir noch da. Trotzdem sind wir immer noch da, haben die Leute nicht ausgetauscht, damit müsst ihr alle leben. Schreibt uns durch gerne noch weiter eure Kommentare,
solange sie nett formuliert sind, gerne mit Kritik, alles andere wird gelöscht. Nein, aber trotzdem, danke dafür, denn nur durch diese schönen Likes und durch die Abonnements sind wir auch den guten alten YouTube- und Google-Algorithmen gewappnet, sodass noch mehr von euch uns finden und wir noch mehr so schöne Videos machen können. Also danke dafür. Und wir haben natürlich noch zwei Themen in diesem Video vor uns, die sich beide auf das kommende Jahr beziehen. Denn die Zahl 2021 haben wir schon recht häufig genannt in der letzten halben Stunde. Und die wird jetzt noch sehr viel häufiger fallen und die wird 2020 auch für viel Action sorgen und für viel Brennpunkte sorgen, die wir dann vor den Rennen auch in unserem Brennpunkte-Video besprechen können. Denn die Fortschritte am Reglement, an den neuen Autos, was sich nächstes Jahr alles verändern wird, den Fahrermarkt nehmen wir dann nochmal gesondert dran, die werden uns, glaube ich, dieses Jahr richtig auf Trab halten, was unsere News angeht, motorsportmagazin.com oder in unserer App. Denn da wird es, glaube ich, sehr, sehr viele Artikel geben, die wir schreiben müssen, oder? Ja, ehrlich gesagt nervt es mich ein bisschen. Du kannst 2021 schon nicht mehr sehen. Ja, mich nervt es ein bisschen, dass 2020 dadurch so ein Übergangsjahr wird. Ich meine, das hat natürlich auch ein spannendes Element, wie wir gerade schon gesagt haben, wer fokussiert sich wie stark worauf. Aber irgendwie ist es so ein Jahr, jeder freut sich dann auf das neue Reglement, ist total gespannt, was da rauskommen wird und so. Und das ist jetzt so noch ein, so die, ja, muss man noch abarbeiten, diese Saison irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, die Saison kann schon geil werden. Also ich glaube, die kann das überstrahlen, weil ich glaube, früher oder später werden die Leute eher genervt von den 2021-Themen sein, wenn dann sich dann doch wieder noch immer einiges im Kreis drehen wird, lang genug. Und dann glaube ich, wird der Sport uns hoffentlich retten einfach. Also, dass wir einfach durch Racing da ein bisschen was wirklich Spannenderes zu erzählen haben. Ich glaube, das, was Christian befürchtet, könnte der große Trumpf werden. Nämlich die Tatsache, dass alle sich auf 2021 konzentrieren und stürzen. Und wenn wir dieses Jahr zu Beginn der Saison dann enges Feld haben, wie in der DTM, haben wir schon festgestellt, dann bleibt das vielleicht auch so die ganze Saison. Ja, aber dann haben wir eine richtig spannende Saison. Ja, aber was ist, wenn der Mercedes wieder so einen Start hinlegt wie im vergangenen Jahr? Dann reden wir eben über 2021. Richtig. Dann haben wir einen Grund, warum alles besser werden muss. Dann sehe ich ja komplett Hopfen und Malz verloren. Also dann wird es ja noch viel, viel schlimmer als die ganzen Jahre zuvor, weil es überhaupt keinen Grund mehr gibt, überhaupt aufzuholen über das Jahr hinweg. Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Weil die ganze Entwicklung, die ich dann noch reinstecke in das Auto, ist weg im nächsten Jahr. Das kann ich vergessen. Ja. Und das befürchte ich halt so ein bisschen, dass das beim einen oder anderen schon relativ früh der Fall sein wird, auch wenn sie es alle nicht zugeben. Nein. Das sagt ja keiner nach drei Rennen, ja, aussichtslos, wir machen 2020 gar nichts mehr. Aber ein bisschen glaube ich, also ich habe so die Befürchtung. Ich hoffe natürlich, dass ich falsch liege damit. Aber diese Übergangsjahre mag ich generell nicht so gerne. Ich bin dann einfach nur heiß aufs Neue. Aber dieses Übergangsjahr, so dieses dann noch rumzukriegen, wenn es natürlich so ein Jahr wird, dann wie letztes Jahr auch, sollte es schon früh klar sein, wenn wir dann noch so geile Rennen haben wie letztes Jahr, dann ist mir das alles egal. Aber ich hätte gerne wieder einen schönen WM-Kampf, neue Sachen und nicht nur über die Zukunft das Neue sprechen, wie geil es ist, sondern hätte das Geile gerne irgendwie so im Sofort. Hier und Jetzt. Und es besteht natürlich die Gefahr, wie wir sagen, jetzt wie geil 2021 werden kann, aber was ist, wenn es das nicht wird? Aber Liberty Media hat doch so viel Geld und so viel Zeit reingesteckt, Stefan, in das Windkanalmodell. In das Finden der perfekten Regeln, das muss gut werden. Diese Regeln, da wird es, glaube ich, dieses Jahr auch noch so ein bisschen dran gefeilt. Oder glaubst du, dass das wirklich jetzt alles schon fix und fertig ist? Im Wesentlichen fix und fertig. Kleine Nuancen vielleicht noch, aber die sportlichen Sachen? Das große Ganze. Also die technischen müssen ja natürlich irgendwann mal fix sein und fertig sein, weil die müssen ja die Autos bauen. Aber bei den sportlichen Sachen wissen wir ja, dass sie gerne mal mit einem neuen Quali-Format hier und mit dem da kommen. Ja, aber ich glaube, das ist auch schon so gut wie vom Tisch, also von diesem neuen Qualifying-Format. Da wurde so viel drüber gesprochen und dann ist gar nichts am Ende bei rausgekommen. Irgendwie. Ja, es wird hier und da noch ein paar Anpassungen geben, aber ich glaube, im Großen und Ganzen steht das, was wir seit Austin letzten Jahres stehen haben. Müssen wir uns jetzt alle noch ein bisschen in den Buchhaltungsbüchern schlau machen? Wegen dem Budget Cap, gibt es da dann noch viel? Das ist tatsächlich, glaube ich, was. Ich meine, das ist ja schon, das ist ein komplett neues Reglement. Die anderen Reglements, ich meine, auch technisch ist komplett neu, alles in CAD geschrieben und nicht mehr wie zuvor geschrieben. Aber im Wesentlichen
wusste man, worauf es ankommt bei diesem technischen Reglement. Sportliche Reglement wurde generell nur ein bisschen angepasst. Also da hat man ja auch extreme Erfahrungen im technischen Reglement, sportliche, wie gesagt, nur angepasst. Das finanzielle Reglement ist komplett neu. Komplettes Neuland. Es ist zwar schon relativ umfangreich dafür, dass es komplett neu ist. Ich habe mich da nochmal durchgekämpft. Es ist, auch bei der FIA musste man unfassbar viele Änderungen vornehmen an den internen Statuten und so weiter, um da dieses Panel überhaupt installieren zu können, die das überwachen darf und wie man da bestrafen darf und so weiter. Es ist rechtlich irre kompliziert gewesen, auch bei der FIA intern, dass man das überhaupt irgendwie monitoren kann und dann bestrafen kann. Also da kann ich mir vorstellen, dass noch ein bisschen Feinarbeit nötig ist, weil vielleicht da und da noch eine Kleinigkeit auftaucht und sagt, okay, das haben wir noch nicht bedacht. Man hat ja auch das erste Jahr des Reportings, des freiwilligen Reportings, vielleicht, je nachdem, wer da schon mitmacht, je nachdem, was da schon auftaucht. Also das, glaube ich, wird auch interessant, tatsächlich schon 2020, auch wenn es erst für 2021 dann gilt. Aber das, ich glaube, da kann man sich auch noch auf die ein oder andere spannende News freuen. Die jetzt vielleicht nicht für die breite Masse interessant ist, aber durchaus für die Hardcore-Formel-1-Fans. Und ein Faktor, den wir noch komplett außen vor gelassen haben, ist, wenn wir von 2021 reden, ein Budget Cap, die Teams müssen dann schrumpfen. Die Top-3-Teams zumindest müssen extrem schrumpfen. Das heißt, sie werden das letzte Mal in dieser kompletten Größe fungieren, vielleicht sogar noch größer, weil sie zwei Sachen gleichzeitig machen müssen, 2021 und 2020 entwickeln. Da bin ich gespannt, wie sie damit umgehen werden, die großen Teams. Ob da der ein oder andere vielleicht schon einen fließenden Übergang macht, ob der andere vielleicht sagt, er braucht jetzt noch mehr, weil er eben die zwei gleichzeitig entwickeln muss. Ob es da viel Fluktuation gibt vom einen Team ins andere, weil es müssen am Ende Leute entweder entlassen werden oder in ganz andere Abteilungen gesteckt werden, was auch immer, weil es so nicht mehr finanzierbar ist im Rahmen dieses Budget Caps. Also das, glaube ich, wird noch ein ganz, ganz spannendes Thema. Und dann ist natürlich, droht auch im Team so, ich will jetzt nicht sagen zu zerfallen, aber das macht schon einiges aus in internen, also Strukturen, Arbeitsprozessen und so weiter, die sich da über Jahre jetzt aufgebaut haben, die in dieser Form vielleicht sehr effizient waren oder sehr effektiv, die dann vielleicht nicht mehr so funktionieren. Also das wird alles extrem spannend schon, auch 2020 schon. Du hast ja vorhin Mercedes als Beispiel gebracht und gesagt, das Team ist dort das Entscheidende und das betrifft eben vor allen Dingen die Menschen, die dort arbeiten, was für Fachkräfte sie da haben, wie sie zusammenarbeiten, wie sie aufgestellt sind, wie sie motiviert werden von ihren leitenden Angestellten und was dort in Brackley und Brixworth passiert. Und das kann dann schon ein bisschen die ganze Sache aus dem Tritt bringen, wenn dann plötzlich da einige wegbrechen oder rausgepickt werden müssen oder die einen Angst haben. Es kann schon ein bisschen für die drei Großen durchaus interessant werden und eine schwierige Geschichte werden. Weil da muss man dann erstmal die Richtigen picken, das Ganze wieder neu zusammenfügen, das ganze Puzzle, das jetzt perfekt sitzt und dann plötzlich irgendwo Teile fehlen oder es nicht mehr ineinander greift, die Zahnräder. Genau. Ich glaube, da könnte es wirklich, auch was die Top-Teams angeht, durchaus eine mehr wahrscheinlich geben, als was das Auto angeht. Und ich meine, das ist zwar eigentlich erst 2021, aber es ist ein Prozess dann irgendwie und der beginnt halt jetzt schon. Ja. Da ist es natürlich für die Teams gut, die die Möglichkeiten haben, irgendwo anders noch was unterzubringen, zum Beispiel, wenn man Formel-E-T nebenbei betreibt. Wenn die Leute das auch wollen. Das ist richtig. Wenn sie zur Konkurrenz gehen wollen, ist es natürlich für die nicht ganz so schön für das Team. Aber da muss man dann schauen, was dieses Jahr passiert. Auch das kann noch ein bisschen so ein Transfermarkt. Wir wollen jetzt gleich über Fahrer sprechen. Aber auch da, bei den Ingenieuren, kann da wahnsinnig viel passieren, eine eigene Silly Season. Und dann wird es dann schnell mal welche geben, die mal ein halbes Jahr Gardening liefern. Ja, also das ist tatsächlich, das wird eine richtig coole Silly Season, auch bei den Ingenieuren. Ja. Also freut euch nochmal der Hinweis auf die vielen News auf unserer Webseite. Jonas sagt schon gar nichts mehr, weil er weiß, er muss die alle schreiben. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass dieses Silly Season-Thema uns dann mit den Ingenieuren zusammen dann echt viel mehr beschäftigen wird, als fast diese ganzen technischen Sachen sind eh schon im Groben klar, wie gesagt. Sportlich ist jetzt auch nicht mehr so viel. Also das wird eher das Thema werden, glaube ich, tatsächlich dann, ja. Weil diese Gardening-Liebe, wenn ich das Wort gerade gehört habe, ist bei mir sofort, das Herz, das sind immer die kompliziertesten News, weil du immer irgendwelche Daten zurückrechnen musst, die es gibt. Und naja. Und komplizierte englische Begriffe. Ja, vor allem haben wir für Gardening nicht zu übersetzen. Genau. Haben wir da schon eine gute Übersetzung? Ich glaube nicht. Das bleibt einfach. Ich schaue das einfach immer in Google Translate und mache dann
Gärtnerzeit oder sowas. Es kommen immer sehr schöne Vorschläge raus. So wie du all deine Artikel schreibst. Genau. Also Google, so rein damit, late. Raus damit, fertig. Auszeit. Ja. Auszeit. Ja. Es gibt einen schönen Begriff dafür, aber unbezahlter Urlaub, glaube ich. Nee, bezahlter Urlaub, so rum. Ja, ich glaube, so kann man es auch machen. Aber naja. Habt ihr Vorschläge? Ja. Wir wollen sie gerne hören. Bezahlter Urlaub ist übrigens eine schöne Idee, finde ich. Hast du doch schon. Ja, aber noch mehr. Wir haben vorhin über 22 und möglicherweise mehr Rennen gesprochen. Es gibt schon keinen Urlaub das mehr. Das ist ja wie Urlaub. Das meine ich doch. Gut. Ja, gut. Diese Diskussion setzen wir off-camera fort. Ist dann aber gleich beendet. Ich glaube auch. Aber jetzt haben wir gesagt, Silly Season bei den Ingenieuren. Wollen wir auch noch auf die Fahrer schauen, weil da kann ja richtig was losgehen. Weil so ziemlich jeder Vertrag läuft da aus. Und wir schauen uns jetzt einfach mal ein bisschen an, welche Teams, welche Fahrerkombinationen, was könnte es da geben. Die Silly Season 2021 ist ab dem 01.01.2020 ab sofort eröffnet. Bitte. Bei allen Teams laufen Verträge aus, bei den Fahrern. Nächstes Jahr können wir komplett durchwürfeln, wir können die beiden hier neu besetzen, wir können vielleicht Nico Hülkenberg zurückbringen. Mehr Hände haben wir leider nicht. Aber wir können mal richtig schön hier diesen Hütchenspieler hier, machen. Macht den Alonso noch drauf. Fernando vielleicht, aber der ist mehr im, hält sich mehr im Hintergrund. Na, der drängt sich aber schon wieder etwas aber näher ran. Aber er ist dann doch auch schon sehr, sehr alt. Mal schauen, ob er gegen die Jugend dann 2021 noch eine Chance hat. Was muss glaubt ihr, welche Fahrer würdet ihr gerne 2021 in welchem Team sehen? Da wollen wir jetzt mal so richtig schöne Listen für jedes Team mit der Fahrerpaarung lesen. Und jetzt schauen wir uns die ganzen Sachen einfach mal an. Welche Wechselrochschaden halten wir denn für wirklich realistisch? Es wird viel über Hamilton und Vettel diskutiert. Es wird ein bisschen über Verstappen diskutiert. Was glaubt ihr, wenn wir jetzt mal diese drei Top-Fahrer, weil das sind die drei Top-Leute, die auf dem Markt sind, wo sich wirklich jeder drum kümmern wird, wo sich jeder drum reißen wird, wenn er sie haben kann? Tja. Es kann alles passieren, würde ich fast mal sagen, außer Verstappen zu Ferrari. Das wurde zuletzt ausgeschlossen auf der Ferrari-Weihnachtsfeier. Da war man nicht so begeistert von den ganzen Betrugsvorwürfen, die es da ja mal gegeben hat. Ja, das die Cheating oder Cheating, muss man korrekt was im Original zitieren. Ist. Ja, aber gab da ja so ein paar Meinungsverschiedenheiten. Hast du das über Google Translate? Genau. Ja, also das wird nicht passieren, glaube ich, aber ansonsten, ich schließe ja auch seit Anbeginn der Zeit ein Hamilton bei Ferrari aus, aber selbst darüber wird ja wieder viel geredet seit Monaten. Wahnsinn. Also es ist echt so, dass diese ganzen auslaufenden Verträge echt dazu führen können, dass man auch vielleicht mal wieder eine richtig geile neue explosive Zusammenstellung bekommt. Dass man mal wirklich zwei absolute Alpha-Tiere bekommt, wenn wir denn dafür überhaupt groß würfeln müssen. Ich meine, wenn Ferrari einfach so weitermacht wie bisher, kann es da auch einfach so bleiben. Dann hat man das da vielleicht eh schon. Ja, ansonsten, ich würde sehr, sehr gerne Verstappen gegen Hamilton bei Mercedes sehen. Da wird mir das Herz aufgehen. Aber das, glaube ich, wird niemals passieren. Glaubst du, das wird niemals passieren? Glaube ich auch niemals. Nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Aber das Spannende, also die Königsfigur im Ganzen, glaube ich, ist ja Lewis Hamilton. Was macht er? Was macht er? Hat er noch Lust auf Formel 1? Dass er weiterfährt, sind wir uns da einig? Also ich glaube momentan ja. Ich weiß es nicht. Aber wie ist es in ein paar Monaten? Aber das Spannende ist ja, du hast ja gesagt, du hast es erst irgendwie nicht vorstellen können, Lewis Hamilton zu Ferrari. Jetzt gibt es ja das Orakel, Eddie Jordan. Ja. Das Orakel. Er hat zwar in letzter Zeit, glaube ich, ein paar Mal daneben gelegen, aber insgesamt ist es ja schon noch das Formel-1-Orakel schlechthin. Ich vermisse ein bisschen die Kämpfe mit Ron Dennis und Eddie Jordan, mit dem Dorftrottel und so weiter. Auch Eddie Jordan ist ein bisschen, finde ich, in den Hintergrund getreten, finde ich auch schade. Er hat auf jeden Fall, egal, ich muss jetzt erzählen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, er kann sich vorstellen, dass Toto Wolff und Lewis Hamilton zu Ferrari gehen. Und da habe ich mir mal überlegt, ja, das Szenario, finde ich irgendwie, ist das Einzige, das Sinn macht für mich. Lewis Hamilton zu Ferrari ohne Toto Wolff wäre ein unfassbares Risiko für Lewis Hamilton, glaube ich. Weil man sieht bei Sebastian Vettel, dass er sich schon extrem schwer tut bei Ferrari. Nicht was jetzt sportlich angeht, das Fahrerische, sondern ich glaube so vom Standing. Wie kann Sebastian Vettel, der dieses Team so sehr liebt, der bislang so Top-Leistungen erbracht hat, den Teamkollegen bis Charles Leclerc kam, immer in den Schatten gestellt hat bei Ferrari. Wie kann der so in Frage gestellt werden von dem Team?
Das ist Ferrari. Es ist halt, es ist ein ganz, ganz schwieriges politisches Pflaster. Und es ist allen dort passiert. Genau. Und wir kennen Lewis Hamilton. Wir wissen, dass Lewis Hamilton Vertrauen braucht. Dem muss der Hintern gepudert werden. Sonst funktioniert der nicht. Und genau das hat ihn bei Mercedes so stark gemacht. Das hat Toto Wolff verstanden. Der hat das perfekte Setting für ihn gemacht. 360 Grad. Der hat ihm alle Freiheiten gegeben. Und diese Freiheiten würde ein Lewis Hamilton bei Ferrari niemals genießen, wenn nicht auch Toto mitgehen würde. Für Toto wäre es zusätzlich noch eine komplett neue Herausforderung. Deswegen ist es natürlich eine komplizierte Konstellation, auch mit seinen Anteilen am Mercedes-Formel-1-Team und so weiter. Gut, er hatte auch mal Anteile an Williams. Ja. Das heißt, man kann Anteile verkaufen. Vielleicht, wenn das Team gar nicht mehr als Werksteam existiert. Also Spekulation ist Tür weit geöffnet, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber es klingt wahnsinnig spannend und interessant. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich wirklich der einzige Weg ist, dass Lewis dorthin geht, weil wir haben ein Q&A gemacht, ich glaube mit Flo war das noch nicht mit dir, Jonas, ob Vettel und Hamilton, wir wissen schon gar nicht mehr so viele Q&A, wie wir es für Weihnachten produziert hatten. Wir haben eure Fragen beantwortet. Schickt sie uns auch bitte weiterhin, damit wir mehr Q&As machen können in diesem Jahr. Einfach AskMSM mit Hashtag unten in die Kommentare schreiben. Nach diesem Werbeblock zurück zum Thema. Ja. Da haben wir darüber diskutiert, könnte Hamilton zu Ferrari gehen? Und da habe ich auch gesagt, das macht doch keinen Sinn, weil bei Mercedes bekommt er alles, was er will. Das würde er bei Ferrari niemals bekommen. Bei Ferrari steht Ferrari über dem Fahrer. Und Hamilton steht ehrlich gesagt über dem Silberpfeil und über dem Stern. Und das würde er dort bei den springenden Pferden niemals bekommen. Sie würden nicht ihn zu irgendwelchen Fashion-Shows fliegen lassen oder sonst was. Außer es ist jemand da, der das lässt, von dem er weiß, dass er es macht. Und das ist Toto Wolff. Mir ist der Umbruch, der dann da bei Ferrari passieren würde, viel zu groß, weil dann würde ja in irgendeiner Weise auch auf einmal Toto Wolff dann, naja, gefühlt über Ferrari stehen, was ja gar nicht geht. Also das passt dann bei mir irgendwie nicht. Ich kann mir das Szenario so nicht vorstellen. Das passt dann so auch nicht, weil der Teamchef kann ja eigentlich noch weniger über dem Team stehen als der Fahrer eigentlich so. Aber Toto steht ja nicht öffentlich oder irgendwie so über dem Team. Ja, aber er wäre dann halt intern so der alles ändert, weil du halt den Hamilton dann ganz anders platzieren würdest, das weiß ich nicht. Ich glaube, es könnte Ferrari vielleicht gut tun, wenn sie das machen würden, das würde ich gar nicht sagen, aber das könnte ein guter Schritt sein. Aber irgendwie, man hat jetzt gerade, er ist auf dem Weg dahin jetzt mit, man hat ja eigentlich mit Charles Leclerc jetzt den Fahrer, der dann auch eine langfristige Zukunft ist. Also, dass man dann da jetzt nochmal alles direkt wieder überstülpt, sehe ich jetzt auf der Seite eigentlich keinen Grund, das aus Ferrari-Sicht zu machen. Naja, warte mal ab, wie 2020 anläuft. Wenn da wieder die Ergebnisse einfach ausbleiben, dann muss man sich auch immer mal wieder die Frage stellen, ist Mattia Binotto der Richtige? Ja. Auch wenn ich der Meinung bin, er ist viel, viel besser als sein Vorgänger. Ob er dann absolut richtig ist, das weiß ich auch nicht. Wenn die Ergebnisse ausbleiben, dann kann man sagen, nö, er ist nicht der Richtige. So hart es nun mal klingt, so ist es nun mal in der Formel 1. Vor allem die Mittel haben sie auch bei Ferrari, also daran liegt es auf jeden Fall nicht. Und dann müsste man schon bald eine Entscheidung treffen für 2021, wie das da aussehen soll. Und wenn es wirklich wieder nicht läuft bei Ferrari, dann muss man sich ja überlegen, ist das die richtige Konstellation? Und wenn nicht, was könnte besser sein? Und dann. Und bei Ferrari geht es, glaube ich, auch darum, welche Konstellation bringt sofort 2021 dann den Erfolg. Wir haben keine Lust, dann jetzt nochmal 2-3 Jahre irgendwas aufzubauen. Wobei auch Toto Wolff kann nicht mit Handauflegung irgendwie Ferrari da. Das ist das Problem bei der Sache, warum ich sage, Toto sollte sich das auch überlegen, wenn das überhaupt ein Thema ist. Denn das wird eine Weile dauern. Das ist kein Projekt, wir dominieren jetzt dann in Rot anstatt in Silber. Ich meine, es war ja auch bei Mercedes nicht von Tag 1 alles diese perfekt. Diese komplette Ferrari-Kultur umkrempeln, das ist ja fast schon so eine Aktion wie Anfang der 90er, Mitte der 90er, Jean Todt. Der musste da viel, viel ändern, dass aus diesem Chaoshaufen bei Ferrari das wurde, was dann einen Titel nach dem anderen geholt hat. Und dafür kamen viele, viele neue Leute mit Ross Brawn, mit Rory Byrne und Co. Das heißt, das ist erstmal eine lange Umbauzeit auch noch mit dabei. Wobei natürlich die Chance 2021 da ist, wie sonst nie, weil der Umbruch sowieso stattfinden muss, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Team muss generell schrumpfen. Aber dafür ist es jetzt eigentlich schon zu spät. Das müsste jetzt schon eigentlich laufen. Ja, bis die Leute kommen, wir wissen, ein halbes Jahr oder was auch immer, Gardening Leave, schaut den Google Translate nach, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Und ja, das müsste jetzt schon alles in Gang gebracht sein. Da müssten jetzt schon Entscheidungen dafür getroffen werden.
Ja, aber ich glaube trotzdem, also es ist in der Formel 1 hat alles seine blöde Lead-Time immer. Das ist total nervig. Es ist nicht so, dass ich da jetzt hinkomme und sage, ich mache das anders und es läuft. Es dauert alles immer ein, zwei Jahre mindestens, bis ich die ersten Erfolge sehe von irgendwas. Es ist nicht wie im Fußball, wo du den Trainer austauschen und am nächsten Spieltag haben die Spieler plötzlich wieder Lust und gewinnen. Ja, das ist blöd. Klar, manchmal kannst du auch ein bisschen neuen Spirit bringen. Bei McLaren ist jetzt das Gleiche passiert. Bei Mercedes ist mit Toto Wolff, muss man sagen, auch das Gleiche passiert. 2013, da kam ja auch dann der Spirit, auch mit Lewis Hamilton zusammen. Ich sehe es trotzdem, ich würde es als Chance sehen und irgendwie würde ich es unfassbar spannend. Also das wäre so ein Knaller, das wäre... Das war, ja. Dann würde noch mehr, wir haben vorhin gesagt, wir jetzt hier Silly Season, Ingenieure und Fahrer, das wäre die komplette Silly Season. Das und Teamchefs. Das wäre der Inbegriff des absoluten Silly. Es passt dann auch überhaupt nicht zusammen, wenn eigentlich so ein Toto Wolff da bei Ferrari... Das passt alles nicht, komplett nicht. Deshalb, aber ja... Ich fände es auch geil, aber ich glaube nicht dran. Und dann ist natürlich die Frage, Sebastian Vettel? Ja, eben. Ja. Wobei ich glaube, Vettel und Hamilton würden sogar nebeneinander fahren. Aber für Ferrari wäre das, glaube ich, die falsche Entscheidung, denn welcher Fahrer ist da die Wahl für die Zukunft? Was ist da die Zukunft bei dem Ganzen? Ja, aber die haben ja noch unseren Charles, den charmanten Killer. Ja, den können sie ja nicht auf die Bank setzen, wenn Hamilton und Vettel... Ja, aber der Leclerc bleibt für mich jetzt mal ernsthaft eher länger bei Ferrari als der Vettel. Eher wechselt der Vettel, als der Leclerc jetzt wechselt. Also, aber ein Leclerc neben dem Hamilton wird auch lustig. Wäre auch schön, finde ich eigentlich fast genauso schön wie den Hamilton gegen Verstappen bei Mercedes, aber er wird bleiben, auf jeden Fall. Aber wenn Toto mitkommt, kann ich mir das nicht vorstellen, weil er schützt ihn ja jetzt schon gegen Bottas. Ja, dann haben wir da wirklich zwei Politikerlager bei Ferrari, die aufeinander prallen. Das kann auch lustig werden. Dann können sie auch gleich Alonso holen. Vielleicht wäre die Drei-Auto-Idee von Montezemolo. Nehmen wir den einfach auch noch mit ins Boot. Oder? Ja. Das ist spannend. Also seht ihr, jetzt schon können wir darüber so spekulieren und hin und her denken. Und es gibt für beides für und wider. Es ist nicht sagen, oh, das ist totaler Blödsinn oder das ist falsch. Beides hat was für sich, aber auch was dagegen spricht. Ich meine, da muss man schauen, Sebastian Vettel, Karriereende ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, genauso wie bei Lewis Hamilton. Vielleicht das Comeback bei Red Bull für Sebastian Vettel, finde ich auch nicht ganz unrealistisch. Du hast vorhin gesagt, dann muss aber der Max ist nicht der Richtige für ihn. Glaube ich. Also, es hängen halt auch noch so viele damit dran. Ne? Also ich glaube, wer so ein bisschen unter die Räder von allem kommen kann, ist Valtteri Bottas. Ja. Weil der hat jetzt sich von einem Jahresvertrag zum nächsten gehangelt. Da wartet man ja förmlich nur darauf, dass da jetzt mal dann irgendwann einer der Junioren mal dann aufsteigt. Und so, jetzt ist ja eigentlich nur George Russell übrig geblieben. Wenn halt nicht direkt ein anderes, also wenn nicht wirklich so ein Verstappen-Hamilton-Ding passiert. Ich glaube, bei Verstappen geht es erstmal darum, wie jetzt nächstes Jahr läuft. Wenn da jetzt wieder nicht, es muss eigentlich WM-fähig sein, das Auto, für Verstappen, denke ich mal. Oder zumindest so, dass er zumindest relativ lang kämpfen kann, dass er bleibt. Und wenn nicht, dann... Dass der irgendwie so, da hat man ja schon viel von vielen Abendessen und was weiß ich allen und Treffen gehört, dass der dann da Richtung Mercedes mal denkt, zumindest. Aber wenn ich da Verstappen wäre, wäre ich da sehr vorsichtig. Ja, klar. Weil 2021 mit dem Riesenumbruch, willst du da Team wechseln? Ja. Ich glaube, da würde ich eher sagen, okay, ein Jahr schaue ich mir jetzt da nochmal an, mache ich einen Einjahresvertrag und schaue, dass ich mir die Option für danach offen halte. Weil wenn da plötzlich irgendwie doch Red Bull... Wenn er von dort weggeht und dann sind die das wäre das Top-Team. Exakt. Deswegen würde ich da ein bisschen vorsichtig, ich würde vielleicht ein Jahr nochmal schauen, dann vielleicht auch noch ein paar schöne Worte Richtung Maranello nochmal richten, um mir da die Option nochmal offen zu halten. Wenn dann ein neuer Chef da ist, ist es eh wieder was anderes. Exakt. Ja. Und also es wird ein Jahr des Rumschleimens, glaube ich. Ja, es sind Verhandlungen, es ist Politik, es ist Spielerei hinter den Kulissen. Wunderbar, Es wird viele, viele Berichte geben, der und der hat das und das gesagt und... Will hier und da wird viel, viel... Aber was wird aus Fernando? Er will ja nur Top-Team. Und für mich ist er raus aus der Formel 1. Und was wird aus Hülkenberg? Hülkenberg haben wir auch noch. Also Alonso sehe ich nicht mehr, weil der will nur ein Top-Team und kein Top-Team wird ihn nehmen. Aber vielleicht ist ja Renault wieder ein Top-Team 2021. Das ist aber ein großes vielleicht. Das wäre auch so ein sich schließender Kreis, schon wieder einer. Ja, irgendwie aber, schon, oder? Ja. Also. Aber Briatore ist nicht mehr dort. Vielleicht. Zurückholen kann. Transfermarkt, Silly Season, Teamchefs. Aber will ich im Vergleich zu Ricardo und Ocon einen Alonso holen? Wenn Renault tatsächlich alles auf 2021 setzt. Würde ich es machen, ja.
dann fände ich es irgendwie cool, wenn du sagst, ja dann gehst du das Risiko. Renault hat da echt nichts zu verlieren. Also dann gehst du das Risiko. Entweder oder nicht, dann würde ich es auch machen, ja. Ocon, Alonso. Ne, Ricardo Alonso. Ja. Haben sie Ocon wegen einem Jahr geholt? Der hat ja eigentlich auch einen Zweijahresvertrag, aber der ist ja auch noch so ein bisschen Mercedes bauen. Vielleicht findet der dann noch einen Platz in dem ganzen. Da kann es auch wieder zurückgehen. Ja, ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nur Sergio Perez, der bleibt für ewig bei Racing Point. Und die zwei. Und Stroll. Die Racing Point ist auf Jahrhunderte ausgebucht, weil Stroll wird auch nicht gehen, solange es das Team gibt. Ja. Denn ohne den Vater gibt es das Team nicht mehr. Wenn denn Racing Point bleibt. Dann Hülki ist auch die Frage. War das jetzt ein Sabbatical 2021 durch den großen Umbruch? Ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn du ein Jahr raus bist, weil die Autos werden sich eh ganz anders fahren? Tut sich für den nochmal irgendwo eine Gelegenheit auf? Ist natürlich auch nicht mehr der Allerjüngste. Also wenn in einem Top-Team, sage ich nein. Wenn dann wirklich nur in diesem breiten Mittelfeld, von dem wir vorhin so lange gesprochen haben, dass er da irgendwo unterkommen kann. Und da bringen wir jetzt, nachdem wir viel über die Top-Teams gesprochen haben und wir da nur spekulieren können, ein Team, bei dem Jonas schon ewig sagt, da muss ich was tun, ist Haas. Ja, da muss ich viel tun. Kann er da nochmal ein Thema werden? Wenn er denn will. Also im vergangenen Jahr war das so ein bisschen das Hin und Her. Man wusste nicht so ganz, ob er da überhaupt so, wie committed er sich da überhaupt hat, wie scharf er wirklich auf dem Platz war, eher noch auf Red Bull sogar gepokert hat. Ist dann auch die Frage, wie es mit Haas jetzt erstmal weitergeht. Bei Haas muss man auch erstmal schauen, wie es da überhaupt weitergeht, auch noch mit Gene Haas, was er da noch so für Ambitionen dann hegt. Aber ja, also da würde ich mal mindestens einen Haken an Karriereende machen nach dem nächsten Jahr bei Haas. Also Grosjean, wüsste ich jetzt auch nicht, wer den dann sonst noch nehmen soll und will. Ja, Magnussen kann noch mal weitergehen, aber der kann auch woanders hin, weiß ich nicht. Also, aber Haas ist auf jeden Fall so ein Team, wo auf jeden Fall was frei wird, wo dann irgendwer, wer wo ausscheidet, noch runterkommen kann, wo vielleicht ein Bottas dann geparkt wird, was weiß ich. Der ist für Haas vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Wie du sagst, solche Teams sind, glaube ich, die Sachen, wenn sich wirklich bei den Top-Teams was verändert und hin und her geht, könnte es passieren, dass Bottas wirklich bei sowas landet. Irgendwo, sowas klingt sehr despektierlich. Ja. Aber ihr habt vorhin gelacht, als ich gesagt habe, die könnten der gewagte Tipp werden. Ja. Mit Bottas ja. Mit Bottas haben sie den Grand Prix. Hättest du das mal dazu gesagt? Ich hoffe, Günther Steiner verzeiht uns das jetzt hier alles. Ja, bestimmt. Nein, aber Bottas, wenn er nicht in dieser großen Fahrerschale ein Top-Team abbekommt, die Top-Teams werden sie nicht um Bottas reisen. Ja. Das die werden sie auch nicht um Hülkenberg reisen. Da bleibt dann nur noch irgendwas im Mittelfeld übrig. Oder irgendein Top-Team sagt halt tatsächlich, wir brauchen einen perfekten Nummer-2-Fahrer und dann holen wir den Bottas. Ja, aber Red Bull wird das nicht machen. Die holen eh nur die eigenen Leute. Ferrari hat eh ein Überangebot. Ja, bleibt nur Mercedes, dass er da nochmal eine Reißleine bekommt. Oder nicht nur Hamilton und Toto wechseln zu Ferrari, sondern nehmen den. Die nehmen Bottas gleich mit. Vielleicht noch ein paar Ingenieure und Vettel, Leclerc fahren dann für Mercedes. Vielleicht noch irgendwie ein paar Maschinen aus Brixworth. Die bauen Stein für Stein die Fabrik ab und bauen sie dann wieder auf in Maranello. Aber wenn wir schon bei Haas und so sind und im Mittelfeld angekommen sind. Genau, ich wollte gerade auch schon da, ja. Wenn wir Mick Schumacher drauf, wir haben eine ganz spannende Formel-2-Saison auch vor uns mit diversen Ferrari-Junioren. Mit Robert Schwarzmann, der Teamkollege von Mick. Mick natürlich selbst sehr spannend. Markus Armstrong, bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Dan Ticktum. Und die Formel 2 fährt schon mit 18 Zoll Reifen in der kommenden Saison. Die Formel 1 ein Jahr später mit 18 Zoll Reifen. Das könnte die Formel 2 Fahrer noch ein bisschen interessanter machen als sonst. Und der Jahrgang ist deutlich stärker als der abgelaufene Formel 2 Jahrgang. Da bin ich auch gespannt. Ja. Da kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere den Aufstieg wieder schafft. Ich meine, in diesem Jahr haben wir Nicola Latifi, der den Aufstieg hat. Gut, nach so vielen Jahren in der Formel 2 und dann auch nicht als Meister, sondern als Vizemeister. Da wissen wir alle, ist eher Geld der ausschlaggebende Faktor gewesen, wieso er den Aufstieg jetzt geschafft hat. War nicht so wie im Jahr zuvor, als mit Albon, Norris und Russell drei Supertalente den Aufstieg geschafft haben. Das könnte jetzt wieder so ein Jahrgang werden. Und zusammen mit den 18-Zoll-Reifen kann ich mir vorstellen, dass das durchaus interessant wird. Ja, also sagen wir mal, Alpha hat potenziellen Platz frei, wenn denn der Kimi dann doch mal aufhört, eventuell, ohne da jetzt zu ausschweifen zu werden wieder.
wäre dann ein guter Platz 3 vielleicht, wenn Giovinazzi einfach bleibt vielleicht. Für Mick interessantes Ding dann vielleicht. Wenn der mit der Erfahrung der 18-Zoll-Reifen dann gegen die 2 Jahre Formel-1-Erfahrung von Giovinazzi könnte ein lustiges Duell werden vielleicht. Ja. War jetzt aber sehr viel vielleicht. Da wäre der Platz drin. Ja, das ist ja alles spekulativ hier, aber nur mal so dahingestellt, wäre für mich ein logischer Weg, jetzt irgendwie den Ferrari, Mick und Alfa allesamt zusammen da einschlagen könnten. Ja, dann bei Williams, gut, Latifi ist jetzt die Frage, wie das mit dem Geld aussieht, wie lange er da jetzt da, für wie viele Jahre er da reinbuttert, und die haben ja mit Ticktem jetzt auch Entwicklungsfahrer da geworden. Sich da, glaube ich, für mich aber erstmal die Aktie gesichert, die dann mal einen George Russell wirbt, wenn der nach oben weg befördert wird. Ja, wird er das? Ist denn überhaupt noch diese Chance da für ihn? Könnte der nicht auch zwischen den Stühlen durchfallen? Ja, aber der ist zu gut, um durchzufallen. Der wird schon hoffentlich kommen. Aber gut, hat man bei Ocon auch gesagt, jahrelang. Ja, es sind halt nur 6 Plätze da vorne. Also wenn, aber eigentlich sind es ja viel mehr, denn 2021 alle sind ja alle gleich gut. Also eigentlich, was reden wir hier eigentlich? Es geht ja nicht. Das weiß ich auch nicht, was wir hier reden. Dann bekommt George Russell plötzlich das so sehnlich erwünschte Mercedes-Cockpit und plötzlich fährt Williams Mercedes um die Ohren. So wird es kommen. Oder ist bis dahin ausgestiegen aus der Formel 1, wir wissen es alles nicht. Also es, das ist das Schöne an dem Ganzen. Ach Gott. Viele Fragezeichen. Viele Fragezeichen? Aber welches von den vielen Fragezeichen, wenn wir uns jetzt eins raussuchen könnten, Cherrypick, was wollen wir davon sehen? Jeder kriegt einen. Hamilton bei Ferrari, ganz einfach. Hamilton und Toto bei Ferrari. Muss nicht mal Toto mitnehmen. Hamilton alleine bei Ferrari würde mir schon reichen. Das finde ich einfach cool. Das will ich sehen. Und das wäre der ultimative Proof für alle Zweifler da draußen, wie gut er wirklich ist. Klingt auf jeden Fall Hamilton spannend. Es gibt ja, egal wer dominiert, es gibt immer Zweifler da draußen, die sagen, es ist nur das Auto. Es kommen immer 2 dazu, Auto und der Fahrer und oftmals auch noch das richtige Management drumherum und alles. Also, aber das wäre schon, Ferrari ist die Herkulesaufgabe für jeden, auch was das politische Parkett angeht, und das wär schon geil. Jonas? Jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken. Ne? Was würdest du am liebsten sehen? Ich habe ja das Hamilton-Verstappen-Ding schon gesagt, mir fällt mir nichts Besseres mehr ein. Also das ist, glaube ich, schon ganz gut. Ja, ich bleibe einfach dabei. Das Schöne ist, dass das anscheinend alles von diesen Varianten gut klingt. Ja, es klingt schlecht. Ist nichts. Schlecht ist es auch nicht, wenn es einfach so bleibt, wie alles ist. Ja. Ich finde es gar nicht so schlecht, wie es im Moment ist. Bei Red Bull könnte noch ein bisschen mehr Würze rein. Ansonsten finde ich das eigentlich ganz nett schon. Also ja, ansonsten von mir aus noch den Hülkenberg irgendwo reinstopfen da vorne. Gerne, gerne. Aber würde ich einfach mal gerne sehen. Ich würde ihn einfach mal gerne wirklich in einem absoluten Top-Auto sehen, was dann passiert. Vielleicht mache ich einfach das, da switche ich darauf mal. Ja. In einem Top-Auto. Es ist hochgradig unwahrscheinlich, ich würde ihn gerne mal einfach irgendwo sehen im Mercedes, keine Ahnung, was dann 2021 Nummer 1 ist oder Nummer 2 zumindest, aber dass der mal sein Podium noch bekommt, nicht nur, sondern dass er dann auch mal zeigt, dass er das Ding dann auch wirklich holen kann. Also wenn das quasi ihr Geschenk kommt, dann wieder das schaffen. Also, das ist deine gewagte These des Tages. Würde ich jetzt mal nicht so beschreiben, aber mein Wunsch. Dann mache ich jetzt was anderes, weil eigentlich das reizt mich schon, auch die Variante mit Hamilton und Verstappen, wobei mich Hamilton bei Ferrari fast mehr interessiert, weil das ist wieder so eine teaminterne Geschichte dann. Das hatten wir eigentlich auch schon öfter mal. Aber jetzt Fahrer in einem komplett neuen Umfeld, das klingt schon spannend. Dann mache ich was völlig anderes. Ja. Dann nehme ich den, von dem ich eben gesagt habe, der kommt nicht mehr zurück. Dann nimmst du ihn doch. Und sage, dass der Typ zurückkommt. Und wo? Ja, das ist jetzt das Spannende. Nein, das gewinnt die Formel E. 8 Jahre in Folge. Würde er wahrscheinlich, aber... Denke ich auch. Ja? Nein, würde er wahrscheinlich nicht, weil er das niemals machen würde, da drin zu fahren. Aber wenn er fahren würde, dann ja. Ja, genau. Aber wenn du... Ich glaube, das ist tatsächlich was Alonso noch auf seinem Zettel hat. Wenn er irgendwann mal Indy 500 gewonnen hat, wenn er die Dakar gewonnen hat, wenn er dann die Formel E auch noch gewinnt. Dass er alle Rennserien gewonnen hat, außer der Formel 1 nochmal. Ja, aber das ist ja nochmal. Die hat er ja schon. Vor aber, 15 Jahren. Aber wo fährt er? Aber wo fährt er? Wir wollen ja irgendwas was Spannendes sehen. Bitte nicht den Renault, ich will noch was Neues hören. Was Neues? Okay, ja. Dann wird es schwierig, weil wir haben ja das nicht gesagt. Schade. Ferrari wird da nicht mehr hingehen. Mhm. Mercedes wird da nicht mehr hingehen. Auch verbrannte Erde. Red Bull will ihn nicht. Ja, der Honda will ihn vor allem nicht. Das habe ich jetzt als Erde. Team angesehen. Mhm. Außer McLaren will ihn nicht. Tatsächlich nicht mehr, ja. Mhm. Das wird dann schon schwierig. Happy, ja. Wird schwierig. Muss es jetzt leider außer Renault werden. Ein anderes zu nehmen, wird schwierig. Was haben wir denn noch? Alonso Schumacher bei Alfa. Die Alphas reichen nicht. Williams haben wir zwar gesagt, die könnten alle um die Ohren fahren, wird aber nicht passieren. Ja, es bleibt nur Renault. Kannst nur Renault sagen. Nur Renault.
Nennen wir was anderes wollen. Oder Alonso Tauri, wir haben noch eine Umbenennung dann. Alonso Tauri. Ja, das passt zu Kimoa. Oh Gott. Aber das clasht dann, glaube ich, markenrechtlich miteinander in irgendeiner Form. Kimoa Tauri? Nee, ja. Zwei Modemarken. Zwei Modemarken, ja, so. Das ist, glaube ich, nicht so prickelnd, aber weiß ich nicht. Also sagen wir Alonso bei Renault und die sind auf einmal so gut. Jetzt hängt er wieder da. Dass, aber das Entscheidende ist ja dann der Teamkollege. Und da müssen wir dann jetzt sagen, Alonso. Alonso Ricciardo wäre ultimativ geil, ja, wenn der Stinkstiefel mit dem Sunnyboy, mit dem Honey das wäre schon. Das wäre geil. Das ist richtig, der eine, der so grinst die ganze Zeit und dann Alonso daneben. So ein verbitterter. Mit so einem riesen Vollbart. Das würde mir gefallen. Also Stinkstiefel, das stammt übrigens, glaube ich, von Roger aus irgendeinem Video, wenn ich mich recht entsinne. Unter der Hand sagen das auch andere. Und unter der Hand sagt es eigentlich jeder. Weil menschlich soll er nicht so einfach sein. Aber dadurch auch spannend. Dadurch, das fünfte Renault-Comeback wäre dann durchaus interessant. Damit haben wir zwar, wie vorhin gesagt, Ocon so ein bisschen unter den Zug geworfen, aber das passiert, der findet schon noch einen Platz in der Formel 1. Ja, ja, kennt er ja. Der ist ein sehr guter Freund von Lance Stroll. Der Papa will ihm ja schon was kaufen. Bist du nicht ganz so sicher bei der Sache. Vielleicht verliert ja Lance dann die Lust oder der Vater die Lust mit Lance. Das kann natürlich auch mal irgendwann passieren. Dann kriegt der beste Freund im Cockpit und dann landet der Ocon wieder neben dem Perez. Ja, super. Oh, das ist schon wieder nächste Silly Season. So, Christian ist schon ganz heiß auf die Silly Season dieses Jahr und für die auf 2022 und 2023 noch mehr passieren. Sagt uns, wollt ihr Hamilton bei Ferrari sehen? Wollt ihr Alonso bei Renault neben Ricciardo sehen? Ich habe vergessen, wen du sehen willst. Hülkenberg in Mercedes, meine ja, Güte. Ja, weil das so absolut abstrus ist, ja, kann man sicher nicht merken. Was wollt ihr davon sehen? Habt ihr noch viel bessere Ideen? Schreibt die in die Kommentare, wir schauen uns die alle an. Und vielleicht machen wir dann einfach nochmal so ein Fahrermarkt-Video kurz vor Saisonbeginn, was sich hat sich getan. Wir können das auch einfach wöchentlich machen. Bestätigung, wahrscheinlich könnten wir es wöchentlich machen. Wir sollten so eine Tabelle einführen, wie so eine Stecktabelle, sollten wir so einen Steckfahrermarkt machen. Ganze Saison über, immer so was der aktuelle Stand. Was ist bei uns jetzt diese Woche so in der Gunst gestiegen? Was ist gefallen? Jetzt ein bisschen mehr Hamilton zu Ferrari, die nächste Woche vielleicht wieder nicht. Dafür ist Alonso wieder ein bisschen gestiegen. Weil man muss dazu sagen, es sind ja alles hier Mutmaßungen und irgendwelche Konstellationen, die man sich vorstellen könnte. Es ist jetzt nichts, dass wir sagen, wir wissen, dass das und das passieren wird. Das muss man klarstellen. Das sind jetzt reine Gedankenspiele von uns. Du weißt nicht, dass Hülkenberg also ich habe da neulich was erfahren. Fährt. Ich habe gestern noch mit ihm telefoniert. Also nein. Ich dachte, der fährt DTM bei BMW, hieß es doch mal. Ja, ja, das ist natürlich. Du solltest nicht alles Formel glauben, was du im Internet liest, okay? Oh, ja, okay. Wenn es ja nur im Internet gewesen wäre. Nur, was du hier liest, das kannst du glauben. Ah, okay. Das weil das hast du selber geschrieben. Aber wir das wollen noch sehr viel mehr solche krassen Spekulationen sehen. Verratet uns, worauf ihr euch 2020 am meisten freut. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe von unserem Magazin. Das könnt ihr natürlich auch weiterhin abonnieren. Christian kann euch alle Details dazu nennen, denn das ist das, wofür er immer hier sitzt. Er kennt die Preise auswendig, er weiß, dass es 6-mal im Jahr erscheint. Hier unten ist der Barcode. Einfach an der Kasse abgeben, dann piept es mal. Dann könnt ihr das Heft mitnehmen, wenn ihr es bezahlt habt. Oder ihr macht es gut, ja. Immer bezahlen, dran denken, immer bezahlen. Oder ihr macht es ganz einfach. Wie geht das? Abo abschließen online. Kostet nicht die Welt, man kann sie jederzeit wieder kündigen. Kostet wie viel? 24 Euro für das komplette Jahr. 6 Ausgaben. Für alle 6 nicht Ausgaben. Nicht für das Jahr, für 6 Ausgaben. Ja, also das heißt, ihr stürzt euch nicht in den finanziellen Ruin damit. Nicht wie Mercedes, wenn sie Alonso holen. Der nicht so viel Geld kostet vielleicht. In erster Linie beim Fahrergehalt, aber dann 100 Millionen Strafe bringt. Aber anders. Wieder zurück zum Magazin. 24 Euro kostet nicht die Welt. Kommt auch, wie gesagt, nur alle 2 Monate raus. Das heißt, ihr braucht keine Angst haben, dass ihr mal keine Zeit habt, was nicht zu lesen. Ihr könnt das alles innerhalb von 2 Monaten machen. Wunderbare Zeitspanne. Viele Hintergrundgeschichten dadurch. Die News kriegt ihr online. Die Breaking News, die gibt es da drin dann nicht mehr. Da gibt es dann die Hintergrundgeschichten. Und ja, wir wollen keinen gefangen nehmen in diesem Abo. Deswegen kommt man da auch schnell wieder raus. Aber ihr wollt das dann gar nicht mehr. Weil wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, geht der Daumen nach oben, wie hoffentlich auch bei diesem Video. Das gibt man nicht mehr her, dieses Magazin. Und jetzt fängt es wieder an, an wieder. Zu schnüffeln. Das war so klar. Es riecht aber auch gut.
Gott sei Dank haben wir keine Kamera, die darauf gerichtet ist. Wir haben auch keine Kamera mehr, die läuft. Ich glaube auch. Hä, aber das war doch nicht so. Neuer Budget-Top, wir können wieder kaufen. Haben wir Budget-Cap? Oh, da kommt drauf an, was bei der Weihnachtsfeier übrig bleibt. Also Olli, wenn du neue Mikros willst, nicht so viel essen, am besten im Auto schlafen. Wird er das jetzt aber hören, bevor diese Weihnachtsfeier stattfindet? Nein, das ist zu bezweifeln. Verdammt. Zu spät, Olli. Das heißt, du weißt, wenn es nächstes Jahr keine neuen Mikros und Kameras gibt, dann liegt das daran, dass du zu viel gegessen hast und dass du ein Zimmer hattest bei der Weihnachtsfeier, anstatt im Auto zu schlafen. Genau. Oder im Wohnmobil wie Seite. Der Camper muss sich von so einem Counter-Strike denken, so ein Camper, der hinter der Ecke steht. Dreckscher Camper. Das bitte dann in der Endcard reinschlagen.